Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Warhammer 40k Battle Report auf unserem YouTube-Kanal. Darf ich mal ein bisschen hier rüberkommen? Die Palme nervt mich ein bisschen. Ausnahmsweise. Hallo, liebe Freunde. Es ist mal wieder soweit. Eine schöne neue Runde 40k. Und zwar spielen wir heute 1700 Punkte Tyranniden gegen Kais wunderbare Elder. Du hast ein bisschen was Neues eingepackt, habe ich gehört. Ich teste mal ein paar Modelle. Ja, und apropos testen, neue Chapter Approved ist natürlich draußen und entsprechend haben wir uns überlegt, dass wir auch mal eine neue Mission aus dem Chapter Approved spielen. Mhm. Wir spielen heute mal Ewiger Krieg, weil uns die Mission gefallen hat. Mhm. Die vier Säulen heißt sie. Und da geht es im Prinzip darum, wir haben vier Missionsziele. Die sind 15 Zoll vom Mittelpunkt entfernt zur diagonalen Ecke hin. Es gibt ja jetzt statt First Blood First Strike mit dabei, das finde ich ganz witzig, also quasi der Ausgleich, ne, für den Gegner möglich in der ersten Runde. Es Slay the Warlord Linebreaker und die wichtige Regel dabei ist, bei keine Gefangenen, ich muss mal kurz noch mit drauf gucken, was ich mir nicht gemerkt habe, kriegt am Ende der Schlachtrunde einer einen Siegpunkt, wenn er mehr Einheiten vernichtet hat, mehrere Einheiten der Armee des Gegners zerstört wurden als eigene. So rum. Ja. Was? Nichts, alles gut. Ich freue mich, dass ich mit dir mal wieder eine Runde spielen kann. Ist klar. Außerdem, wenn man mehr Missionszielmarker kontrolliert wie der Gegner, gibt es einen Siegpunkt. Gleich viele Missionszielmarker jeder halten, gibt nichts. Und weniger ist ja dann automatisch klar. Mhm. Aber das zeigen wir euch gleich nochmal auf dem Board mit dem, genau, was du da am Anfang erklärt hast. Mit diesem Erstschlag, das kannst du ja vielleicht nochmal genauer erklären für alle Leute, die jetzt noch nicht ins Chapter Approved geguckt haben. Das ist nämlich echt cool. Ja, also, das bedeutet im Prinzip nur, früher gab es ja das First Blood, aber wenn die erste Einheit des Gegners vernichtet wurde, hat man einen Siegpunkt für erstes Blut bekommen. Und jetzt ist es so, dass man bei First Strike, also Erstschlag, einen Siegpunkt bekommt, wenn man eine Einheit in der ersten Schlachtrunde vernichtet. Und der Gegner kann das ja entsprechend genauso, weil solange die erste Schlachtrunde läuft, kann man diesen Siegpunkt erhalten. Das bedeutet, cool, beide haben die Möglichkeit, theoretisch einen Siegpunkt zu erlangen. Also ich finde das echt cool. Wirklich. Ja, ich finde das schön. Auch ganz gut. Das testen wir natürlich mal. Und Ewiger Krieg, vier Säulen, heißt die Mission, hat man ja schon gesagt. Ja. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Jetzt ist draußen wieder Tatütata. Auf jeden Fall. Ja, wir zeigen euch jetzt das Board und dann kommen wir zur Armeevorstellung und dann geht's weiter. Viel Spaß! Armeevorstellung der Tyranniden. Ganz genau 1698 Punkte in einem Battalion Detachment. Wir haben hier erstmal drei Carnifexe mit Heavy Venom Cannon und einmal den dicken Clown. Dann haben die alle erweiterte Sinne und Sporenzysten, genau. Dann haben wir hier einen Hive Tyrant, der ist ebenfalls mit einer Heavy Venom Cannon, den Clown hier. Ansonsten hat er noch Flügel, die sind nicht WYSIWYG, das tut mir leid. Und er hat Toxinsäcke und Adrenalindrüsen und als Psi hat er mentaler Schrei und das Grauen. Dann haben wir hier einmal 20 Genestealer. Dann haben wir hier den Broodlord, der hat Aufpeitschen. Nochmal 20 Genestealer. Dann haben wir hier einen Neurotroph, der auch mein Kriegsherr ist. Der ist mit Catalyst ausgestattet als Psykraft. Und dann haben wir hier 14 Thermaganten, 14 leider nur wegen den Punkten. Und in Reserve bzw. im Tunnel habe ich noch ein bisschen was. Ein Schwenk. Einen Trigon Prime wegen den Synapse. Und 16 Thermaganten mit den Devourern sind es, glaube ich. Also auf jeden Fall, genau, die Devourer, also diese 18 Zoll Souls 3 Daka-Daka-Waffe. Daka-Daka habe ich jetzt nicht gesagt, aber der Schuss knarre Dingsbums. Orks Tyranniden ist doch alles das Gleiche. Richtig, ich mag das Wort Daka auch nicht, aber egal. Ja, wie gesagt, 1698 Punkte, Battalion Detachment, Tyranniden, 8 Command Points. Ich habe dabei einen Hemlock Wraithfighter, der die Psykraft schwächen und theoretisch natürlich smite. 10 Gardisten. Einen Wraithlord mit 2 Schurikenkanonen.
zwei Flamon und der Glaive. Aua, ja. Einen Warwalker mit zwei Eldari Missile, also Raketenwerfern. Mhm. Raketenwerfern. Einen Wave Serpent. Da drinnen sind fünf Wraith Guard mit Wraith Cannons. Mhm. Dann sind hier hinten noch weitere 10 Gardisten. Jo. Dann habe ich hier einen 10er-Trupp Dark Reapers inklusive Exarch. Die mögen wir. Mit dem Orkan-Raketenwerfer. Dann habe ich hier den Runenpropheten, also den Farseer. Der hat die Psi-Kräfte Runenblick und Verhängnis dabei. Direkt daneben haben wir den Warlock. Der hat Beschleunigen und Hemmen mit als Psi-Kraft. Nochmal 10 Gardisten und 5 Shining Spears inklusive Exarch. Wunderbar. Ich spiele trotz alledem Aleitok und mein Farseer hat die Flügel als Relikt bekommen. Okay, wie viele Command Points, wie viele Punkte? Ich habe 8 Command Points und habe 1699 Punkte. Ah ja, schön. Also ein Battalion Detachment halt, ne? Genau, wie bei uns. Ja, lieber Kai, wie vorhin gesagt, du warst, hast zuerst aufgestellt, darfst entscheiden, wer anfängt zu spielen, beziehungsweise wer mit der ersten Runde beginnt. Was sagst du denn? Ich verstehe die Frage nicht. Okay. Also, dann klauen wir mal die Initiative. Darf ich rerollen? Ich glaube nach dem neuen Chapter approved? Ja, ja, klar, natürlich. Vielleicht 2019. Ich überlege, ob ich hier die Command Points ausgebe, ob ich hier alles in Deckung stehen lasse. Aber da sind 2 Command Points weg. Ich bin noch viel zu weit weg, es lohnt sich doch gar nicht. Ja, ich würde sagen, dass ich habe ja nur 8 Command Points. Nein, das machen wir nicht. Also baller einfach. Alles klar. Und dann Zug 1, Eldar. Die Bewegungsphase der Eldar ist vorbei. Ja, das musst du jetzt mal erzählen, was hier alles passiert ist, Kai. Jo. Die sind nach vorne gesprungen. Mit Wahnsinn? Ganz, nee, ganz normal gelaufen. Aber, ach so, und Spitzohren springen ja immer, ne? 7 Zoll. Der ist hinterher auch normal gelaufen. Der ist hier ein bisschen hoch mit seinen normalen 16 Zoll. 16 Zoll. Flinkes Eldar-Volk. Der ist stehen geblieben, der Warwalker. Die haben sich ein bisschen umpositioniert und gescreent. Die hier hinten auch, die sind so nach vorne, dass die quasi hier in 3 Zoll ums Missionsziel sind und haben hier ein bisschen gescreent. Man könnte meinen, du beschützt die Dark Reaper. Vielleicht auch eher meinen Farseer. Naja. Dann habe ich die Shining Spears advancen lassen. Die kriegen automatisch 6 Zoll dazu, deswegen bin ich bis vorne reingekommen, war ich mit 22 Zoll gleich vorne. Und mein Wraith Fighter ist natürlich da hinten in Richtung Neurotroph. Genau, der ist von hier so. Neurotroph ist auf jeden Fall das nächste Modell jetzt. Mein guter Warlord. Ja, und dann kommen wir in die Psi-Phase. Ich hatte ganz vergessen zu sagen, Relikt und Warlord Trade. Relikt hat er hier, und zwar ist das die Schwarmkrone. Da kriegen die Einheiten, die sich innerhalb von 30 Zoll um den Hive teilen, befinden kein instinktives Verhalten, also die Abzüge von Trefferwürfen. Und er hat den ganz normalen Standard Warlord Trade einen Schritt voraus. Und dann kommen wir in die Psi-Phase, der Eldar. Der Wraith Fighter zaubert als erstes Schwächen auf die Gene-Stealer da. Ja. Das geht durch mit einer 6. Ja. Oh, du Scheiße. Perils. Ja. Dann nehme ich direkt einen Reroll. Mhm. Okay, jetzt eine 8 minus Schatten im Warp sind 7. Genau, dann versuche ich das mal zu bannen. Nö. Das wird nichts. Jetzt dann haben die Gene-Stealer, müssen eins von allen Verwundungswürfen abziehen. Ich überlege, ob ich auch einen Reroll nehme. Ach so. Aber nein, komm, ist egal. Lassen wir. Also der Drop Gene Stealer minus 1 auf Wound Rolls. Ja, dann mache ich das mal hier hin. Jawohl. Und dann mein Farseer macht nur noch eine Psi-Kraft jetzt in der Phase. Und zwar wirkt der Runenblick auf die Dark Reapers. Ja. Geht sowieso schon durch. Ich könnte jetzt noch einen rerollen pro Psi-Phase. Einfach just for fun. So. und dann haben die können die misslungenen Trefferwürfe wiederholen. Ach ja, läuft ja. Mhm. Okay. Das war die Psi-Phase. Das war die Psi-Phase schon. Der Wraith Fighter auf den Neurotrophen mit seinen schweren Barbsensen. 2W3 Schuss. Aua, aua. Oh, das ist ja mal schön.
Die treffen automatisch, verwunde ich jetzt mit, ich glaube Stärke 10 oder so 12 haben die, auf jeden Fall auf die 2, ne? Nehme ich an. Der hat Widerstand 5? 4 glaube ich sogar, oder 5. Ja doch, es kann sein, dass es 5 ist. Was für eine Stärke hast du? Also es müsste Stärke 12 sein. Ach so. Sowas in der Richtung. Ja gut, das ist relativ einfach bei denen. Ja, Stärke 12. Ja, der hat Toughness 4. Okay, dann auf die 2. Das sind alle, das heißt 6 Stück mit DS-4, aber das hast du ja eh egal, das ist ein das, Retter, ne? Das ist egal, weil der hat einen 3er Retter. Okay, ja, geil. Och, komm. Wie viel Schaden sind das immer? Jeweils 2. Jeweils 2. Dann hat er 4 runter, ne? Ja, der hat nämlich 5 Wunden. Ja, das nimmt er einfach. Ja, hat er noch eine. Genau. Okay, immerhin etwas. Ja, oder? Nehmen wir da einen Reroll. Ich glaube, du kannst ja noch chargen. Ja, ich habe Advanced. Ach so, doch, ich kann, ja. Kannst kann du ich. Noch chargen? Ja, Battle Focus, ja. Ich kann sowas. Dann nehmen wir noch einen Reroll hier. Ernsthaft? Ja, der steht. Okay, dann hat er nur 2 runter. Genau, dann ist er runter auf 3. Weil das ist ja, ne? Und ich bin, hab noch 7 Command Points. Ja, dann kannst du weiterschießen. Die Shining Spears schießen alles auf die Hormaganten. Oha. Als erstes mit ihren Lanzen. Okay. Die armen Kerle. Ja. Auf die 3. Oh, alle. Kann man so machen. Stärke 6, ich glaube auf die 2, ne? Die haben Toughness 3, ja. Oh. Das sind 4 Stück mit DS-4. Nimmst du 4 weg? Ja, ich nehme 4 weg. Mal das, oder da kommt doch bestimmt noch mehr drauf, ja, oder? Jetzt kommen die ganzen Shuriken-Katapulte, die noch da drunter sind. Twin Shuriken-Katapults sind da 5 Mal dabei. Auf die 3. Oh, das sieht ganz gut aus. Und jetzt auf die 3 mit Stärke 4. Hey, ein paar Einsen, aber es ist okay. Sechsen machen DS-3, das heißt, einer ist automatisch, ne? Und dann hast du noch 4, 6, 8 Stück, die du safen musst. Mit einem keinem Safe, also keinem DS oder was? Ja, die haben ohne DS. Dann haben wir einen Sechser. Einer safe. Tatsächlich, dann gehen 2, 4, 6, 7 Stück nochmal. Jawohl. 2, 4, 6. Upsa. Ja, der Exarch. Gleich runtergeworfen vor Wut. Ja, cool. Dann haben die geschossen. Ja. Geht's weiter irgendwo? Ja. Wo geht's weiter? Der Kollege hier hinten schießt mit dem schwächeren Profil von den Eldari Missile Launchern. Ja. Und der macht 2W6 Schuss auf deine Jeans-Dealer da hinten. Das sind 8. Ich weiß nicht, ob man die 5 gesehen hat. Ja, hat man. 7, 8. Auch auf die 3, weil der ist hier stehen geblieben. Och, Kai. Im Moment läuft's. Ich weiß nicht, was hier los ist. jetzt ist das nur Stärke 4, glaube ich. Dann auf die 4. Einer Kippe. Nö, war nix. Das sind 3 Stück. Mit minus 1, aber ist dir egal, ne? 5er. Ja. 2 raus. Richtig. Ja, kommt da noch was auf die armen Jungs? Nö, ich denke noch nicht. Okay. Erstmal nicht. Jetzt überlege ich noch. Jetzt schieße ich erstmal mit dem Wraith Lord. Okay. Auf den anderen Trupp Genestealer. 6 Schuss mit den Shuriken-Kanonen. Auch auf die 3. Und ups, auf die 3, weil Stärke 6. 6 machen extra DS, habe ich aber keine dabei. Das sind 3 Stück ohne DS. Okay. 5er. 3 weg. 3 weg, schön. Immerhin etwas. So, dann zähle ich Würfel, weil als nächstes werden die Dark Reapers alles auf deine Genestealer schießen, die hier vorne beim Neurotrophen stehen. 2W6 Schuss, das sind 9 für den Exarch.
7, 8, 9. Und jetzt darf ich alle Hit-Rolls wiederholen wegen der Psychopath. Ja, ja, ja. Was ist denn los? Einer nicht. Und jetzt verwunden wir. Oh. Der könnte zählen, weil es eine 6 war, aber. Haben wir nicht gesehen. Ich bin ja nicht so. Und mit Stärke 5 auf die 3. Korrekt. Ja, ah, das ist doch mal. Yes. Ja, danke. Das ist nicht so gut. Das sind nur 3 Stück. DS minus 2, aber ist ja egal. Okay. 5er. Gehen 2. Jawohl. 2 weg. Ja. Das war der Exarch. Das war Stärke 4, DS minus 8. Verwechselt jetzt mit dem anderen Profil. Okay. Ich sag's einfach nochmal dazu. Aber DS wäre ja eh egal gewesen. Genau, die haben eh immer nur einen 5er Retter, wie auch immer. So, und ich hatte keine direkten 3 gewürfelt beim Wundroll, von daher war es nicht schlimm. Jetzt kommt die Stärke 5 Profil von den anderen Reapers. Okay. Eieiei. Alles wiederholen. Das brauchst du jetzt auch. Ups. Das zählt. Ja, ja. Trotzdem noch ein paar dabei. Ah, gut. Und jetzt auf die 3. Hm. Viele 1 sind viele 2. Das ist nicht so cool. Aber das sind 7 Stück. Okay, 7 auf die 5. Jetzt komm. Alter. Ja, ja, ist aber okay. Ja, ja. Gehen nur 3 Stück. Das geht, das geht. Da gehen nur 3 Stück. 1, 2, 3. Okidoki. 50 Cent. Mhm. Also immer Würfel fallen lassen gibt es bei uns immer, immer 50 Cent in die Strafbox bei uns. Was ist das mit dem Schießen? Das war es erstmal mit dem Schießen. Dann kommen wir in die Charge-Phase. Die Charge-Phase fällt aus, weil es ist tatsächlich so, also wie es auch normalerweise so ist, wenn man Advanced hat, kann man danach nicht mehr chargen. Und ja, dann gucken wir gleich, was Kai an Punkten gemacht hat. Er hat nämlich hier 1, 2 und 3 Missionsziele, die er hält. Und das gibt dann nach dieser Mission, die wir hier spielen, einen Siegpunkt, weil du mehr hast als ich. Wenn du alle hättest, dann würde es 3 geben, ne? Aber das haben wir ja leider nicht. Entschuldigung, das heißt, es steht 1:0. Ja, First Strike habe ich ja nicht. Genau, First Strike hast du nicht, weil die Jungs da noch stehen. Und dann kommen wir in die Bewegungsphase der Tyranniden. Die Bewegungsphase der Tyranniden ist vorbei. Die Carnifexe sind advanced hier mit 2 Zoll. Also ich darf ja bei Kraken immer 3 Würfel werfen. Das wäre jetzt schön gewesen, darf mir den höchsten aussuchen. Kraken ist wunderbar. Der ist ein bisschen nach vorne geflogen, dass er das hält. Die sind advanced mit 3 Zoll. Dann habe ich noch eine Gefechtsoption ausgegeben, dass ich die gewürfelte Augenzahl beim Advancen verdoppeln darf. Das heißt, das waren dann 14 Zoll, was die nach vorne gegangen sind hier. Bloodlord ist auch advanced, ein bisschen, aber nur Neurotroph ist advanced mit 6, dass der hier rüber ist, also von hier drüben da hinten hin. Genestealer sind auch advanced und wichtig ist, dass ich hier die 6 Zoll Bubble zum Broodlord so ein bisschen halte, dass ich plus 1 auf meinen Trefferwurf kriege, weil die ja immer noch Schwächen haben, kriege ich auch minus 1. Und ja, dann gucken wir doch mal, was wir jetzt in der Psi-Phase machen. Der Neurotroph hier fängt an zu zaubern und zwar zaubert der Catalyst erstmal auf diese Genestealer hier. Ich brauche eine 6. Perils, dann nehmen wir eine Dings. Ja, da haben wir die 6. Okay. Ich versuche das zu denyen. Runter auf 6 Command Points. Dann deny das. Nee. Mit einer 7? Achso, du kriegst ja nicht, Schatten im Warp kriegst du nicht minus 1 auf die Psi-Bann-Tests, glaube ich. Ich glaube nicht. Okay, dann geht das nicht durch. Dann smitet er noch auf die Shining Spears. Mhm. Mit einer 9. Es geht durch. Oh, 3 Schaden. Jo. Dann könnte ich jetzt den Exarch wegnehmen, aber das mache ich natürlich nicht. Nehme ich den weg und habe noch eine Wunde auf einem weiteren. Jawohl. Der Broodlord smitet auch, aber der sieht dann nur hier hinten die Typen. Die also Gardisten. Die nächsten. Ja. Brauchen wir jetzt eine 6.
Haben eine 7. Jawohl. Kann ich nicht. Nö, kann ich nicht. 2. Hm. 2 Gardisten, die ich wegnehme. Dann haben wir noch das Grauen. Also dann kommen wir jetzt zum Hive Tyrant. Er zaubert erstmal das Grauen. Und dann nehme ich diese Einheit hier. Dann musst du, also wähle eine Einheit innerhalb von 24 Zoll und einen Psioniker. Bis zum Beginn deiner nächsten Psi-Phase muss die Einheit 1 von allen... Ach Quatsch, da wähle ich. Warte mal, das ist ja was für dich. Ja, dann nehmen wir einfach ihn hier. Dann musst du... Den Wraith Lord. Oder nehmen wir... Ja, nehmen wir den Wraith Lord. Dann musst du eins von allen Trefferwürfen und eins von deinem Moralwert abziehen, aber es geht mir da um die Trefferwürfe. Mhm. Brauchen wir 6? Nein. Hast du nicht. Dann haben wir noch mentaler Schrei, also Psychic Scream, und das geht auf die Typen hier. Die Gardisten. Die nächste feindliche Einheit innerhalb von 18 Zoll, das ist quasi wie ein Smite. Ich brauche eine 5. Sollte klappen mit einer 6. W3, tödliche. Nochmal 3. Oha. Okay. Ich nehme sie weg. Weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Zack. Okay. Ja. Das war die Psi-Phase. Das war dann schon die Psi-Phase. Schussphase fangen wir an mit dem Hive Tyrant. Der schießt erstmal seine Heavy Venom Cannon, der ist nicht advanced, in deinen Wave Serpent. D3 Schuss. Einer. Ja, dann nehmen wir den jetzt. Treffen wir auf die 3, weil du außerhalb von 12 Zoll bist, durch deinen Light Talk auf die 4. Jawohl, mit Stärke 9. Auf die 3 soll ja, ja, verwunden. Ja, ja. Dann einmal mit minus 2. Oh, dann ein 5er. Oh, ist schon safe. Der steht. So. Ich hätte noch Seelensteine gehabt. Okay, dann schießen alle Carnifexe ihre Heavy Venom Cannon jetzt auch da rein. Okay. D3 Schuss. 2. Und so. So, wir treffen mit den Carnifexen. Das ist ja das Problem jetzt. Eigentlich auf die 3 durch die erweiterten Sinne. Aber du bist natürlich noch außerhalb. Das heißt, wir treffen auf die 4 und wir sind advanced auf die 5. Schön. Ist aber nicht so schlecht. Ich wollte gerade sagen, 3 Stück ist okay. Dafür. Stärke 9 auf die 3. Ach Gott, guck dir das doch mal an. Hier. Einer. Einer minus 2. Dann den 5er wieder erstmal. Hm, direkt zwischen die Beine des Carnifexes. Der steht aber. Ja? Ja. Oh, es ist eine 5. Cool. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das auf der Cam sehen kann. Sieht man's? Ich weiß es nicht. Versuch's einzufangen, aber es ist auf jeden Fall eine 5. Jetzt ist es eine 6. auf jeden Fall safe. Cool. In der Charge-Phase fangen wir mit den Carnifexen an. Die wollen hier in deine Tüten da rein. Wir brauchen eine 11, aber durch Adrenalindrüsen nur eine 10. Nein, du darfst Abwehrfeuer geben. Mache ich doch. Auf die, ja, kann man ja mal probieren. Auf die 6en. Ach du Alarm. Da sind 4 6en dabei. Das war keiner hier, oder? Doch, doch, doch. War auch einer. War einer. Das wäre eine 4 gewesen. Ich mogel nicht. Und auf die 5en, weil die haben Widerstand 6 oder sowas, ne? Genau. Einer. Toughness 7 sogar nur. Kein DS. Okay, dann haben wir 3er. Nö, dann geht ein Lebenspunkt sogar runter. Ja, die Gardisten, die hauen jetzt einen Carnifex weg. Gut, dann probieren wir es mit denen gleich nochmal. Die Jeans-Stealer auch auf die Gardisten. Genau. Die dürften reinkommen mit 5 Zoll. Locker. Ja. Sieht gut aus. Ja, dann machen wir Abwehrfeuer. Ich mach mal Abwehrfeuer. Auf die 6en. Och, Mensch, Kai. Was ist denn los? Schon wieder 2. Ja, 2 Stück. Und nix, weil 3 und 2 habe ich gewürfelt. Gut, dann stelle ich die mal hin. Jawohl. So, hier drüben wollen die Jeans-Sealer noch rein. Erstmal die Ganten. Achso, die Homer-Ganten. Stimmt, da sind ja noch 2 übrig. Drin, wenn sie überleben im Abwehrfeuer. ach ja, da muss ich ja mal ein paar Würfel zusammensuchen. Ich nehme erstmal die Lanzen, da sind noch 4 übrig. Auf die 6en. Nein. Dann die Schuriken-Katapulte. Ich mache jetzt 2x2.
Da sind schon mal zwei Sechsen dabei. Und die treffen bzw. verwunden auch zweimal. Einmal mit DS-3. Der ist weg. Okay, der andere musste safen. Normale. Ist schon weg, brauchst gar nicht weitermachen. Okay, die Homaganten sind draufgegangen, ohne dass ich alles geschützt habe. Kannst du das gleich nochmal machen, dann machen wir es mit den Jeans-Dealern jetzt nochmal. Okay. Die sind drin. Mit einer 12? Ja. Wo wollen die denn bitte hin? Gucken wir mal. Okay, die vier Lanzen auf die 6. Da ist schon mal eine dabei. Oh Gott, das gibt's doch wohl nicht, Mann. Und die verwundet auch. DS-4, aber das ist dir ja egal. 5er. Steht. Ist safe, ja. Okay, dann habe ich... lass mich mal kurz noch ein paar Würfel hier rauszaubern. Ich mache jetzt wieder zweimal die zwei Zwillingsschurigen Katapulte. Auf die 6. Ich werfe hier immer ein paar. Das ist ganz gut. Nichts. Haben nicht verwundet. Das Ganze nochmal. Jetzt wieder 3 Sechsen. 2 Sechsen. Oh Gott, das gibt's doch nicht, Mann. Und eine verwundet, aber nur ohne DS. Okay, ist einer weg. Einer weg. Ja. Und dann bist du drinne. Wir stellen die Modelle und dann geht's weiter. Die Jeans-Dealer, da können jetzt 4 Stück nicht zuhauen. Und wir treffen auf die 2, weil Broodlord noch in 6 Zoll ist, weil ich da so ein bisschen gut gestellt habe. Ach du Alarm. Einsen dürfen wir. Ach du Alarm. Ja, das sieht immer mehr aus, wie es ist. Ach du Alarm. Guck mal, wie viele Einsen sind das? Stärke 4 auf Widerstand 4, eigentlich auf die 4, da sie aber Schwächen haben, nur auf die 5. Welch kluger Taktiker hat das denn gezaubert? Ach, keine Ahnung. So, das ist minus 4. Jawohl. Und dann müssen wir mal hier zählen. Ach du Alarm, guck mal, das sind gar nicht viele. Das war das Ziel. Ach du Alarm, guck dir das mal an hier. Mhm. An sich wäre der Wurf gar nicht so schlecht gewesen, aber durch das Schwächen. Ja, sind aber schon sau wenig. Also dann erstmal die 3 mit minus 4. Weiß nicht, da hast du gar nichts mehr, oder? Nee, da habe ich nichts mehr. Wie viele Lebenspunkte haben die? Da sind jeweils 2, die normalen. Und das heißt, der eine ist ja schon weg, weil er angekratzt ist. Und dann noch einer. Dann stehen noch 2. Mhm. Und da drauf kommen nochmal 5 Würfel, ne? Genau, und dann jetzt nochmal 5 mit minus 1. Okay, dann haben wir da den 4er. 2 Save. Das bedeutet, der Exarch hätte noch 2 Leben und der andere ist weg. Okay, dann lege ich dem mal eine 2 hin wahrscheinlich, ne? Ja, mach mal. Die Jeans-Dealer werden mit Broodlord in 6 Zoll alles auf die Gardisten hauen, auf die 2. Oh ja. Nochmal einen rausgekitzelt. Na, der war kippe in den Würfeln drin. Naja, 4 Einsen nur. Ja. Stark. Stärke 4. Also wir hätten jetzt sogar noch mal ein paar, die zuhauen dürfen hier. Das waren noch nicht alle. Aber ich denke, das reicht. Stärke 4 auf die 3, ne? Jawohl. Die 6, da kannst du automatisch rausnehmen wahrscheinlich, ne? Wie viel hast du denn da? Dann sind sie wahrscheinlich... 3 Stück sind... Nee, ich sehe noch 4 Stück. Minus 4. Das, weiß ich nicht. Also so viele Safe-Würfe werde ich gar nicht machen. Ich nehme die jetzt weg, weil da... Ja. Die haben nur noch einen 6er Safe jetzt dann. Ja, das ist einiges auf jeden Fall. So, die Gardisten sind schon mal raus. Der Kerl haut natürlich noch zurück. Genau. Auf die 3. Und auf die 5. Einer? 5er? Ja. Boah, auch noch safe. Jawohl. Ja, dann kommen wir mal zum Punktezählen. Warte kurz. Die müssen noch einen Moralwerttest machen. Ach du Alarm. Die haben ja 4 verloren. Okay. Auf eine 5 das oder ist aber der, der. Ja, ist aber safe. Genau. Ja, kommen wir zum Punktezählen. Kai hat jetzt durch das Vernichten der Ganten hier schon mal einen Punkt für, wie heißt es nochmal, das neue Ding? Nicht für, First Blood, sondern First Strike. Erst First Strike. Mhm. Weil die Ganten weg sind. Ich habe 1, 2, 3 Punkte. 3 Punkte. Und ich habe auch eine Einheit vernichtet, nämlich hier die Gardisten. Das heißt, ich kriege auch nochmal einen Punkt. Mhm. Das heißt, es steht hier jetzt 2 zu 19. Nee. Jetzt müssen wir noch kurz korrigieren, das fällt mir gerade ein. Ich habe nur einen Punkt jetzt durch Erstschlag,
Weil immer erst am Ende der Schlachtrunde gibt es Punkte für die gehaltenen Missionszielmarker. Das bedeutet, es steht 2-1 für dich. Am Ende der Schlachtrunde? Korrekt. Ach du Alarm, okay. Oha, okay, okay, krass. Also nicht des Zuges, das ist ja auch ganz, ganz nett jetzt, ne? Ja. Ja, gut. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall kommen wir jetzt in die Bewegungsphase. Zug 2 Elder. Hat sich ein bisschen was getan hier. Ja, ja. Der Race Lord ist ein bisschen abgehauen. Abgehauen drückt es ganz gut. Aber innerhalb von 12. Er ist innerhalb von 12, ja, ja. Also er konnte ja nur 8 Zoll gehen. Ja. Er war es 2 Zoll entfernt, also. Der Wave Serpent ist einfach wieder hier runter. Ich hatte eigentlich einen anderen Plan mit dem, aber das habe ich jetzt wieder verworfen. Welchen Plan hast du? Ich wollte eigentlich was anderes machen. Na komm, erzähl uns, binde uns doch mal ein bisschen ein, vor allem die Zuschauer. Ich habe erst überlegt, ob ich den Inhalt von ihm bei den Carnifexen rausploppe. Da ich jetzt aber dann Gefahr gelaufen wäre, dass Gene Stealer und Carnifexe mich sowohl beschossen als auch zermatcht hätten und dann da 5 Wraith Guard gestanden hätten, die im Nahkampf echt nicht gut sind, zumindest jetzt in der Ausrüstung nicht, habe ich mir gedacht, nö. Lass sie nochmal drin. Fliegen wieder weg. Ja. Ja, okay. Nur so ein Stück, dass der halt schön da rumballern kann. Die Gardisten sind ein Stück nach vorne, einfach nur, den Screen ein bisschen weiter zu machen. Der ist ein bisschen hinterher, der hat den in 18 Zoll hier hinten für eine eventuelle Psykraft. Das habe ich mir noch nicht genau überlegt, ob ich das mache. Ja. Die Gardisten haben sich nur ein bisschen umformiert. Ein Stück nach vorne sind sie da gekommen. Und der ist aus dem Nahkampf natürlich raus. Ach so, ja, genau. Und der Wraithfighter hier ist natürlich da hinten weggeflogen. Genau, 90 Grad gedreht, geflogen und wieder 90 Grad gedreht. Exakt, Elderflieger. Yes. Dann kommen wir in die Psi-Phase. Zauberphase. Ich fange mit dem Wraithfighter an. Ja. Und der smitet diesmal einfach auf die Genestealer, die da noch sind. Er könnte bannen. Durch mit einer 7. Kein Shadow in the Warp. Bannen wir. Mit einer 8. Jawohl. Okay. Dann. Also er hier, ne? Macht mein Farce hier den Runenblick auf meine Dark Reapers wieder. Farce hier ist der von uns aus gesehen hier linke, ne? Der lilane, ja. Ja, der lilane. Weil das könnte man mit dem Brutlord nämlich noch bannen hier. Ja. Haben wir gerade nachgemessen. Der andere da rechts daneben, der Freckel, das geht nicht mehr. Der ist ein Zoll raus. Okay, das würde durchgehen auf eine 7. Ich kann einmal pro Phase sowieso durch seinen Helm. Mach doch. Und dadurch ist das mit einer 9 auf jeden Fall klar. Dann bannen wir das jetzt. Oder willst du noch was machen mit dem? Der darf nichts mehr, ne? Der kann noch, klar. Was willst du denn noch? Das weiß ich noch nicht. Was macht denn das überhaupt? Erstmal kann ich dann alle Hitrolls, also Trefferwürfe wieder machen. Bannen! Jetzt gib mir... Das zählt nicht. Ja, Scheiße! Ja. Ich brauche einen anderen Würfel. Jetzt ist wieder Angst. Da ist die Energie raus. Der Aberglaube. Ah, durch. Okri. Schokrilli. So, will ich jetzt den rerollen hier? Auch noch? Nein, auf keinen Fall. Okay, also die können Trefferwürfe wiederholen. Und dann zaubert der Verhängnis auf deine Genestealer hier. Was ist das denn jetzt schon wieder? Dann kann ich gegen diese Einheit misslungene Verwundungswürfe wieder. Ach komm, das hätte ich mal früher wissen sollen. Entschuldigung, dass ich dir nicht alles gleich verrate, ist ja wohl logisch. Das geht auch durch auf die 7. Und oh, yo, Parrot. Jetzt muss ich schon wieder einen Command Point nehmen dafür. Komm, bitte noch eine 6, komm. Einen Command Point raus. Nein. Von mir aus ein 1 oder ein 2. Komm, los! So, mit einer 9 geht das durch. Dann kann ich da Verwundungswürfe gegen die Einheit wiederholen. Das ist doch Scheibenkleister. Und jetzt nehme ich noch... Hätten wir das geschafft jetzt? Nee. Das ist eine 9. So, und jetzt nehme ich noch eine Gefechtsoption. Und zwar für einen Befehlspunkt mache ich, dass der Farseer, und zwar er, der jetzt gerade gezaubert hatte, noch einmal zaubern darf. Aha. Und dann benutzt der Smite. Und die nächste Einheit ist taktisch gut, klug geplant von mir, natürlich die Genestealer-Rotte hier hinten. Alles klar. Und da ich aber schon einmal gesmited habe, nur noch auf diese 6. Aber das geht schon mal durch. Mit einer 9. W3 tödliche. 2 Stück. Mhm.
Okidoki. Ja. Haben wir es jetzt endlich mit dem Zaubern? Ja, ich finde Zaubern gar nicht schlecht, sage ich dir. Mhm. Haben wir gemacht. Schlussphase. Der Hemlock wird jetzt auf die Jeans-Dealer feuern. Ja. Das sind 2W3 Schuss erstmal. Das sind 5. Mhm. Ist nicht schlecht. Und die treffen ja automatisch. Und verwunden jetzt auf jeden Fall auf die 2. Das sind 5 Stück. Der ist minus viel, aber egal. 5er. Gehen 3. Mhm, okay. Ja. Egal. Ja. Dann schießt er hier. Ja. Erstmal mit seiner Lanze. Einfach auf die 3. Jawohl. Und auf die, auf jeden Fall auf die 3. Nee, leider nicht. Dann die Shuriken-Katapulte. Auch auf die 3. Das sind nur 2 Stück. Und auf die 4. Nein, auch nichts. Oh, oh. Dann habe ich hier noch 2 Gardisten, die in Reichweite da sind. Aber die können jetzt nicht mehr schießen. Doch, doch, doch. Die sehen das Modell. Okay. auch auf die 3. 3 Stück. Und auf die 4. 2 Stück, kein Minus. Einer weg. Schön. Noch was hier. Auf der Ecke nicht, ne. Können wir hier rüber? Ja, ich komme. Hier sind 2 Gardisten in Reichweite. Die schieße ich erstmal auf die Jeans-Dealer. Auf die 3. Und auf die, ups, auf die 4. 2 Stück, einer mit Rent minus 3, aber egal. Das ist egal. Ich sag's nur gerne dazu. Einer weg. Okay. Und dann schießen die Elder-Raketenwerfer auch auf die Jeans-Dealer. Das sind 2W6 Schuss. Ja, ja, oh ja, 6. Das ist Statistik. Naja, 7 wäre gut. auf die 3 hat sich nicht bewegt. Und auf die. Ich hätte Wound Rolls eben wiederholen dürfen. Mache ich mit dem einen Mal. Mhm. Stimmt, wegen. Ja. Trotzdem nicht. Und jetzt hier die Wound Rolls von dem Warwalker. Hit Rolls hättest du wiederholen können, meinst du? Oder Wound Rolls? Nee, nee, mit den Wound Rolls. Hit Rolls können die Dark Reaper wiederholen. Ach so, okay. Einer. Warte. Nee, 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 die muss ich ja jetzt wieder, kann ich ja wiederholen. Ach so. 4 Stück mit minus 1. Oh, das ist einer zu viel. Halt mal den fest. Gehen 3. Mhm. Und dann kann ich hier direkt schon mal die ganzen Shuriken-Kanonen zusammen machen von dem Wave Serpent und dem Wraith Lord. Die schießen natürlich alles in die Jeans-Dealer. Ja, ja, ja. Und die Flamer von ihm hier mache ich danach. Genau. Ich hatte kurz einen Hänger. Flamer. Erstmal die Shuriken-Kanonen. Mhm. Auf die 3. Sieht auch nicht schlecht aus. Und darfst wiederholen dann die Wound Rolls. Wound Rolls darf ich bei denen jetzt wiederholen. So, mit Stärke 6 auf jeden Fall auf die 3. Mhm. Ach du Alarm. Komm, den würfel ich neu, weil er Kippe war. Dann kann ich ihn eh wiederholen. So, und die 6en, ach die 3 zählt. Ist es egal. Die, ja, genau, stimmt. Hätten theoretisch die S-. 3, 6, 9, 10 Stück. Au, au, au. Au, au, au. 10 Stück auf die 5. Ja, 3 safe. 3 safe, dann gehen 7 Stück. Schön. Ach du Alarm. 3, 6. Genau, 7. Mhm. Jetzt ist der Flamer nicht mehr in Reichweite von 3. Ach Gott, das tut mir aber leid. Verfällt das leider. Schade. Was ich jetzt aber mache ist, weil wir ja in der Shooting Phase sind, wird der Wave Serpent seinen Schild entladen auf die nächste feindliche Einheit innerhalb von 24 Zoll. Das sind die Jeans-Dealer. Auf die 2 plus gibt es W3 tödliche Wunden. Ach, komm schon. Jawohl. Und jetzt nehme ich einen anderen Würfel. W3. 3 tödliche Wunden auf die Jeans-Dealer. Ach, geil. Sorry. Die Dark Reapers jetzt alles auf die angekratzten Jeans-Dealer da hinten. Ja. Ich fange mit dem Exarch an. 2W6 Schuss.
2. Und ja, Hitpoints darf ich ja alle wiederholen. Das habe ich ja gezaubert. Oh, muss ich auch? Nochmal 2 ein. Mach die Würfel weg. Ganz ehrlich, die nehme ich jetzt auch nicht mehr. Das geht ja gar nicht. Okay, trifft einer. Verwundet mit Stärke 4 auf die 4. Ja. Einer weg. Nächsten. Und dann kommen die ganzen anderen Jungs, die schießen natürlich mit dem schwächeren Profil auf die Jeans-Dealer. Ja, das sowieso. Und alle Hitpoints wiederholen. Ich sag's übrigens nicht nur für den Zuschauer, sondern auch, weil ich es nicht vergessen darf. Genau. Einatmen, ausatmen. Genau. Und das alles gleichzeitig ist echt hart. Ja, das sind ein paar. Das ist richtig geil. Das ist absolut korrekt. Das sind ein paar. Und jetzt mit Stärke 5 auf die 3. So leicht hämisch war das auch. Aber das ist gut. Das ist natürlich nicht ist so geil. Das ist schön. Das sind 6 Stück. Ja, ich habe jetzt schon 5 in der Hand. Auf die 5. Oh, das ist aber auch gut. Also für mich. Ja, korrekt. Okay. Gehst du nach Hause, Jeans-Dealer? Jawohl, ja. Charge-Phase? Ja. Wo willst du denn? Ich glaube, ich kann gar nicht. Wieso? Ach nee, neben bist du aus dem Nahkampf raus, ne? Der kann zwar fliegen, aber ob ich mit den 2 mich da hinten nochmal anlegen will? Naja, entscheiden Sie sich jetzt. Die Akku ist nämlich hier gleich leer. Nee, ich charge nichts. Okay, was hast du gemacht an Punkten? Ist egal, weil es wird erst am Ende der Runde gezählt. Korrekt. Und ja, dann machen wir jetzt einen Akkuwechsel. Und dann kommen wir in die Bewegungsphase der Tyranniden. Bewegungsphase der Tyranniden ist vorbei. Ich habe jetzt alles gegeben. Die Carnifexe sind advanced. Dann habe ich die Augenzahl mit opportunistischer Vormarsch verdoppelt. Das heißt, wir konnten dann 14 Zoll nach vorne, also 6, 12 plus nochmal 8, also 20 Zoll. Broodlord ist advanced, er ist ganz normal seine 16 Zoll geflogen, der ist advanced. Hier hinten der Neurotroph ist advanced zum Missionsziel. Die Jeans-Dealer sind eigentlich advanced, aber das hätte ich nicht gebraucht. Sind einfach zu dem Missionsziel hier gelaufen. Sind auch jetzt nicht mehr in Synapse, ganz wichtig. Ja. Und am Ende der Bewegungsphase kam der Trigon Prime, das war hier so ein bisschen rumgemesse hier, rein, 9 Zoll weg von den Gardisten mit seinen 16 Thermaganten, die auch hier 9 Zoll, also innerhalb von 3 Zoll um ihn rum, haben aber 18 Zoll Reichweite, das heißt, wir können da gleich noch ein bisschen schießen. Und dann kommen wir in die Psi-Phase. Der Hive Tyrant fängt an, der macht erstmal das Grauen auf ihn hier. Den Wraith Lord? Genau, da brauchen wir eine 6. Das haben wir. Jawohl. Ich versuche das mal zu denyen mit dem Kollegen Warlock. Mhm. Der Typ in Blau. Oh, mit einer 10 sollte das gehen. Dann machen wir noch Psychic Scream auf die da. Auf die Gardisten. 9. Mit einer 9. Das versuche ich zu bannen mit meinem Farseer, also mit dem Runenpropheten. Mit einer 8 nicht, aber jetzt hast du schon gewürfelt. Was denn aber? Ich hätte normalerweise jetzt einen Würfel wiederholen können, wenn ich gewollt hätte. Aber ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, wäre es mir wahrscheinlich eh zu risky gewesen. Ja, für die potenziellen 3 Wunden. Okay, noch irgendwas? Ja, dann einer weg und dann haben wir noch Aufpeitschen. Geht auf die Carnifexe vom Broodlord. Ah, okay. Vorne 6. Oh, mit einer 10. Yes! Aber ich versuch's jetzt trotzdem mit dem Farseer. Ja. Darf der nochmal bannen oder nochmal? Ich glaube Cast 2, Deny 2. Wenn nicht, dann mache ich jetzt einen Riesenfehler. Deny 1 immer eigentlich. Aber das ist eh nicht durch. Nee. Und nochmal rerollen, ich meine ganz ehrlich. Ich meine, er kann's, deswegen mache ich's jetzt, aber das sieht nicht danach aus. Sau geil, dann haben die nämlich, dürfen die noch chargen, die Jungs. Jawohl. Wenn sie advanced sind. Okay, dann haben wir die Schussphase.
Probieren wir es jetzt. Ja, ich überlege jetzt gerade, wo ich die Heavy Venom Cannon hinschieße. Eigentlich müsste das ja alles irgendwo hier in das harte Zeug gehen. Aber wir schießen jetzt mal auf die Reaper. D3 Schuss. Zwei Stück. Zwei Stück auf die 3, weil wir kriegen keinen Abzug mehr. Ja, Stärke 9 auf die 2. Wenn man eine 1 würfelt, nicht. Oh je, okay, dann schießen zwei Karnifexe gleich zusammen jetzt hier. Und der dritte, ach, oder schießen wir mal alles in die Reaper rein. Komm, wir schießen alles in die Reaper rein. 3D3 Schuss. Oh. So, durch erweiterte Sinne, muss ich jetzt mal gucken, genau, durch erweiterte Sinne treffen sie auf die 3, weil sie advanced sind, nur, warte mal, kriegen die durch Aufpeitschen eventuell keinen Abzug? Genau, erleiden keine Abzüge auf ihre Treffer für das Schießen von schweren Waffen. Ach toll, aber... Oder das Abfeuern von Sturmwaffen nach dem Vorrücken, okay, perfekt. Dann also, haben die nur das minus 1. Genau, richtig, also auf die 4. Jo. Und Stärke 9. Dann ja, 4-mal mit minus 2, glaube ich, oder minus 3. Lass mich kurz überlegen. Minus 2. Mhm. Dann habe ich nur einen 5er. Und davon ist nur einer safe. Ja, das sind 3 Flat leider immer nur, aber. Ja, gut, aber es sind 3 Reaper, die gehen. Das ist unter Umständen schon. Wichtig. Musste ich machen. Okay. Die Thermaganten werden jetzt alles in den Flieger da reinschießen. Oha. Sind innerhalb von 12 Zoll, treffen auf die 4, sind Flieger, treffen auf die 5. Semi-gut. So, das merken wir uns mal, das sind 5. Das Ganze machen wir nämlich jetzt nochmal. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. Nochmal 5 dazu. Stärke 4. Auf die 5. Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal minus 0. Minus 0 hast du gesagt, dann ja. Auf die 3. Alles safe. Okay, das ist auch. Das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das gedacht habe. Es waren viele Schuss, aber naja, für mich gut. Ist nicht viel bei rumgekommen. Hier wird gecharged jetzt, weil ich hätte jetzt nochmal ein Stratagem zünden können, dass ich nochmal schießen darf oder so, aber das bringt alles nichts. Thermaganten wollen zuerst hier in die Typen rein. Jawohl. Brauchen eine 9. Ja, kannst du mal werfen. Nein, schaffen sie nicht. Gib dann Abwehrfeuer. Oh, jetzt muss ich... Auch mit Adrenalindrüsen nicht. Müsste ich theoretisch mal kurz messen. 2, 4, 6, 8. Sind auf jeden Fall 4 Stück drinnen, nehme ich an. Ne? Wie viel Zoll? 12. Der ist drin. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Okay. Der zählt nicht. die habe ich, glaube ich, in der Hand. 2, 4, 6, 8, 10. Einer noch. Okay, auf die 6. 2 6 und auf die 3. Einer, kein Minus. 6er. Mhm. Nein. Geht einer. Jo. Dann Trigon Prime. Der versucht es jetzt auch nochmal. Der hat Adrenalindrüsen. Mhm. Ja, den reroll ich jetzt. Jawohl. So, das ist jetzt, das sind 8 Zoll. Das ist doch wohl nicht wahr, ey, oder? Ach, dann darfst du auch nochmal Abwehrfeuer geben. Brauchst du an. Das müssten dann ja auch wieder so 6, 7 Stück sein, ne? 4, 6. So. Einer mehr, wahrscheinlich. 2 Sechsen und auf die 5. Einer. Einer. Kein Minus. Dreier. Safe. Steht. Okay. Dann wird weiter gecharged. Der Hive Tyrant. Jawohl. Möchte gerne in. Gucken wir doch mal.
in die hier. In die Gardisten. Und in den da. In ihn? Ja. Was ist das? Ein Flügel. Was ist denn eigentlich hier passiert? Achso, er will hier rein. Ja. Ah, ja. Also die beiden Trupps quasi. Alles klar. Problem ist nur, wenn du es nicht schaffst, hier hinzukommen, ne? Mhm. Na gut. So, ich mach die Shuriken-Pistole von dem Farseer gleich mit, ja. Weil selbes Profil. Auf die Sechsen. Zwei Stück nur. Mhm. Und auf die... Fünf. Boah. Eine mit DS-3. Was? Ja, weil eine 6 gibt DS-3. Vierer Retter. Steht. Okay. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen jetzt. Mit einer 7? Das sollte mal ganz gut passen da hinten. Kommst du gerade hier hin? Also hier. Ja, ja gut, ich kann ja noch peilen. Er hat ja Flügel. Ja, gut. Also hier kannst du dich schon hinstellen. Also mit Adrenalindrüsen wäre es halt eine 8 gewesen und dann konnte ich mich gerade so da reinstellen. Das hat auch gepasst, ohne dass ich irgendein Modell da berührt habe. Ja, und dann chargen wir weiter. Der Jeans-Dealer, der Einsame, will auch noch in die Jungs da hinten rein. Der kriegt natürlich wieder einen neuen. Den kannst du mal da JWD da hinten. Ja, ja, genau. So, dann Carnifexe wollen in das Ding und in das Ding da rein. Okay, dann... habe ich da 5-mal Shurikenkanonen und 2 Flamer von dem Race Lord. Ich mache erstmal die Shurikenkanonen. Jo. Auf die 6. Also dein Abwehrfeuer ist heute unverschämt. Es sind immer nur 2. Immer nur 2, immerhin. Auf die, haben die Widerstand 6? Nee, ne? 7. Ja, okay. Dann nicht. Und die 2 W6 von dem seinen 2 Flamern. Oh, 11 Schuss. Du musst eigentlich auch einen abziehen von deinen Trefferwürfen, weil die Sporenzysten haben. 6 ist immer getroffen, ist egal. 4, 6, 8, 11, so. Und treffen automatisch verbunden auf die 5. Das sind 4 Verwundungen. Minus? Nix. Dreier? Alles stehen ja. Alle. Kommst du rein? Ja, da gehe ich von aus. 8 Zoll, ja, dann stelle ich die mal hin. Das sieht gut aus, auch wenn es hier ein bisschen dunkel ist. Der Broodlord möchte auch noch da in dieses Viech. So. Zack. Ciao, Kakao. Nein, gucken wir mal. Das ärgert mich ein bisschen, dass da hinten das nicht geklappt hat. Ja, das verstehe ich. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt mal drin hier. Die Carnifexer hauen zuerst zu, die 2 auf ihn hier und der eine auf den Serpent. Die blauen Würfel sind den auf den, ja, die auf den, keine Ahnung wie der heißt. Phantom Lord. Genau, auf die 4 Einsen dürfen wir wiederholen. Mhm, brauchst du auch. Stärke 6 auf der Widerstand. Widerstand hat der 8. Okay, was? Hm. Quatsch doch nicht. Der hier? Ja. Was denkst du denn? Der da? Ja. Auf die 5? Kai, ernsthaft jetzt? Ja, natürlich. Der hat doch keine Widerstand 8 hier. Ich lüge dich nicht an. Das ist ein Phantomlord. Und der hier hat Widerstand 7, oder? Der hat Widerstand 6. Okay, auf die 4. Was ist los? Ach du Alarm, ey. Was soll denn das hier? 2x minus 3 auf den Serpent. 2x minus 3. Ja. Dann habe ich nur noch einen 6er. Einer Safe. Und jetzt habe ich noch einen 6er Safe After Safe wegen den Seelensteinen. Oh, schade. 3 Schaden. Okay. Kriegt der 3, dann hat der noch 10. Der Hive Tyrant will auf den Runenpropheten zuhauen, hast du gesagt, ne? Mhm. Da nutze ich jetzt ein Stratagem, also dass der für 2 Command Points, dass der minus 1 to Hit kriegt, wenn er in der Nahkampfphase gewählt wird. Okay, ich treffe nur auf die 3. Genau. Also, auf geht's. Oh, ist das stark gewesen. Also das war ja wohl das Beste, die beste Gefechtsoption, die ich jemals benutzt habe. Wiederhole einen. Ja. Der trifft auf jeden Fall. Stärke viel.
Das tut mir wirklich schon leid jetzt. Das tut mir leid. Das, also langsam tut's aber weh mit dem Würfel, ne? So langsam tut's echt weh hier. Okay, ja, dann haut der Broodlord zu. Ach so, warte mal ganz kurz. Ich kann sein, dass ich mit meinen Carnifexen was vergessen habe. Also, falls du mir... Nee, ich habe denen nicht die Tail Weapon gegeben. Da haben die Punkte nicht gereicht. Okay, sonst hättest du auch noch machen dürfen. Broodlord, 6 Attacken. Treffen wir... Also, geht alles auf ihn da, ne? Ja. Auf die 2. Darf ich einen wiederholen wenigstens? Ja, nein. Darf ich nicht. Und Rolls, ne? Glaube ich, oder? Da darf ich alle wiederholen. Ach so. Stärke 5. Auf die 5. Da darf ich jetzt alle Misslungenen wiederholen. 3 Stück mit minus 3. Echt? Wow. Ja. Das sind nur noch 6 aus Safe-Würfeln. Einer ist safe. Hatte ich eine 6 eben beim Verwunden? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ist egal. Macht nichts. Mein Fehler. Schaden? Bei D3. Oh. 6. Oh, jetzt habe ich 6 mal ein 6er Safe After Safe. Kein einziger. 6 runter? Gut, dann ist der auf 4 runter. Jean Stealer. Der Einzelne. Auf die 3. Stärke 4. Auf die 3. 2 Stück minus 1. Nur noch ein 6er Safe bei den Gardisten. Nö. 2 Stück. Ein Jean Stealer haut 2 Gardisten um. Ja, der hat schon mal mehr gemacht als alle anderen hier. Als die Jungs hier drüben, die eigentlich fies aussehen. Und er hier, der fieseste eigentlich ist. Naja. Ich hab nichts gemacht. Lass den Jeets hier. Entschuldigung. Das ist der erfolgreichste Einheit gewesen. Okay. Darfst du zurückhauen. Oh mein Gott. Ich zähl mal Würfel. Nochmal ein kleiner Nachtrag zu den Carnifexen. Ich hätte ja auf die 4 plus, hätten die tödliche Wunden bekommen hier, die, wenn ich den Charge geschafft habe. Das haben wir eben off-cam nachgeholt, da gab es keine tödlichen Wunden. Und ich hätte auch plus 1 zu meinen Hitrolls dazu bekommen, nach dem erfolgreichen Charge. Das ist jetzt mein Fehler, das habe ich einfach verpeilt. Aber ich glaube, das hätte jetzt auch gar nicht so viel ausgemacht, weil es hapert ja wirklich an der Verwundung. Entsprechend lassen wir das jetzt einfach so. Und dann darfst du zurückhauen. Als erstes haue ich mit dem Wave Serpent zurück auf die Carnifexe, beziehungsweise auf den Carnifex, der angeschlagen ist natürlich. W3 Attacken. 3. Ja. Pass auf jetzt, der reißt jetzt. Trifft auf die? Auf die 6. Oh, eine 6 dabei. Und jetzt aber nur auf die 5. Nö. Schade. Hätte ja sein können. Jetzt wird's interessant. Der Phantom Lord. Ja. Haut auf die Carnifexe. 4 Attacken auf die 3. Das ist gut. Und auch auf die 3, weil ich Stärke 9. 2 Stück. DS minus 4. Jo, dann mach Flat wie viel? Nee, nix Flat. D6. Ach du Scheiße, dann mach, ja, kannst du gleich 2 zusammen machen. Das sind 6 Schaden, die runtergehen. Will ich nochmal rerollen? Damit ich einen wenigstens wegkriege, komm, ich nehme Command Point und Reroll. Jawohl. Der ist safe weg. Jetzt muss ich mal gucken, ob der ausrastet, wenn er. Ich glaube. Ich weiß es nicht, ob der ausrastet, aber er so rastet auf jeden Fall nicht aus. Ja, ist wie es ist. Okay. Jawohl. Dann habe ich 2 Gardisten, die auf den Hive Tyrant zuhauen. Ja. Ups, auf die 3. Hier hinten ist eine 2. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Und auf die 5. Nö. Oder sogar auf die 6. Hat er wieder schon 8? Nee, ne? Nee, 7. Dann habe ich 2 Gardisten, die auf den Jean Stealer zuhauen. Auf die 3 und auf die 5. Den Rerollen. Einer, kein Minus. Weg! Oh! Gardist haut. Der Gardist hat den Jeans-Stealer umgehauen. Das war die Rache für seine 2 Kumpels. Ja, und dann habe ich noch meinen Runenpropheten mit 2 Attacken auf den Schwarmtyranten. Auf die 2. Einer 1 schon dabei. Und nochmal auf die 2. Kein DS. 6.
Nein, der geht durch. Oder hat er einen Zweier? Nein. Echt? Dreier. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich glaube, es sind W3 Schaden. Ach, komm schon. Ich habe aber auch heute echt... Was mache ich denn, ey? Es sind D3 Schaden. Ja, er hat noch 12. Und er kriegt 2. Und dann ist er runter auf 10. Schön. Irgendwie hat er bei mir nichts gemacht hier. Also der hat ein bisschen Angst vor dem Kleinen, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was da los ist, ey. Okay. Ja. Was hast du gemacht? Ja, ich habe 2 Punkte. Du hast 1. Ja, damit kriegst du dafür 1 Punkt. Dann habe ich hier 3 Punkte. Ich kriege 1 Punkt, weil ich mehr Einheiten vernichtet habe wie du. Mhm. Ich habe die Dienstdealer weggehauen. Ja. Und du hast keine Einheit vernichtet. Richtig. Ja. Du hast auch einen Carnifex weggehauen. Zählt der als einzelne Einheit? Ja, der zählt jetzt als einzelne Einheit. Jetzt. Okay. Das ist nämlich auch noch der Nachtrag. Das ist mir auch gerade eingefallen. Ich habe dann Fehler begangen, weil die werden zusammen aufgestellt und agieren dann als separate Einheit. Das heißt, das wäre alles ein bisschen anders gewesen hier, wenn man das jetzt mal zurückspult. Aber gut, es ist jetzt wie es ist, nur dass ihr das mal im Hinterkopf habt. Das verwirrt mich nämlich auch immer so ein bisschen, wenn man die so lange nicht spielt und dann auch gerade zusammen aufstellt. Aber gut, ihr wisst Bescheid, Fehler ist erkannt und dann geht's weiter. Dafür haben sie ja jetzt auch nichts gemacht, im Umkehrschluss. Das ist wahr. Okay, weiter geht's. Die Bewegungsphase von Kai ist vorüber. Genau. Der Wave Serpent hat hier die Jungs aussteigen lassen. Mhm. Rausgeschmissen, abgehauen. Genau, und dann ist er hier rüber. Der kann nur noch 12 Zoll. Nur noch 12 Zoll. der ist stehen geblieben. Die widerlichen Krähenfüße rein. Nur noch. Der Wraith Lord ist natürlich auch im Nahkampf geblieben, weil ich mir denke, hey, warum nicht? Ja, dann lassen Sie doch einfach die Carnifex mal kloppen. Die Gardisten und auch der Runenprophet sind vom Schwarmtyranten weg. Mhm. Die Jungs sind stehen geblieben. Ja. Die Gardisten hier sind auch stehen geblieben. Mhm. Der Shining Spear Exarch hier hinten ist in Richtung Gene Stealer, damit er die noch wegschießen und vielleicht zur Not im Nahkampf noch weghauen kann, hoffentlich. Und der Wraith Fighter ist in Richtung Neurotroph. Ja. Schön. Ich finde ich auch. Dann ziehen wir mal eine Runde, ne? Genau. Psi-Phase. Ich fange mit dem Hemlock einfach mal an da hinten. Ja. Der versucht einfach mal einen Smite auf den Kollegen Neurotroph. Ja. Geht durch mit einer 8, mit einer 7 bei Schatten im Warp, ne? Mhm. Gebannt? Nee, ich muss drüber. Aber Schatten im Warp, dann habe ich doch nur eine 7, oder? Ach so, ich habe eine 6 und ach, sorry, ja, ja, ja. Alles gut. Ja, 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 ja. Schatten im Warp ist richtig. Ich habe okay. Mich gerade verguckt irgendwie. Ja. Dann wird der Warlock einfach mal auf den Schwarmtyranten smiten. Ja. Mit seinem Mini-Smite. Ne. Der bräuchte jetzt theoretisch auch eine 6 schon. Und dann macht er den Runenblick wieder auf die Reapers. Der geht mit einer 8 definitiv durch. Das bannen wir mit dem Hive Tyrant. Mit einer 10 ist das gebannt. Okay. Dann versuche ich Verhängnis auf den Schwarmtyranten zu wirken. Ich mach das. Das würde bedeuten, dass die Verwundungswürfe von denen wiederholt werden können. Also alles, was auf ihn drauf schießt. Ja, okay. Das geht auch mit einer 7 dann. Denk an Schatten im Warp, ne? Jetzt. Ja, ja. Also das war eh Kippe jetzt. Ja. So, 4 und den kann ich rerollen wegen seinen Runen. Ja. So, dann geht's nicht durch. Hast ja nur eine 5 jetzt. Ja, 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 ja. Schatten im Warp. Ja, ja, ist klar. Läuft. Okay, das war die Psi-Phase. Die war mal 0. Die war Mist. Sorry, dass wir jetzt eure Zeit für sowas verplempert haben, wo nichts bei rumgekommen ist. Ja, aber ihr habt sie ja eh. Genau. Nein. Ja. Ja. Aber gut, das haben wir ja auch mit meinem Fehler, den ich vorhin mit den Carnifexen gemacht habe. Aber erkannt. Der Wave Serpent schießt auf den Bloodlord. Das ist jetzt das nächste Modell. 3 Schurikenkanonen. Auf die 4 nur noch, weil ist ja schon schlechter. Reicht, 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 reicht. Und mit Stärke 6 auf die 3, ja?
Ja. Zweimal minus 3 und dreimal ohne DS. Dann zweimal 5. Geht einer durch. Ist und ein zweimal Schaden. 4. Sind 3 Schaden. 3 Schaden kriegt er. Dann ist er runter auf 3. Dann gebe ich ein Stratagem aus. Brooklord möchte nicht beschossen werden. Der will im Nahkampf sterben, bitte. Ja, das hat er leider nicht selber zu entscheiden. Ich gebe einen Command Point aus für überladene Energiefeldprojektoren. Genau. Und dann kann ich den Serpent Shield einfach nochmal entladen, wenn ich den in der letzten Runde entladen hatte. Mhm. Habe ich natürlich gemacht letzte Runde. Und dann. Das geht nicht. Warum nicht? Das geht, klar. Ich frage auch noch nach. Auf die 2 Plus. Jawohl. Und W3 Schaden. Einer. Einer. Also runter auf 2. Mhm. Armer Broodlord. Das ist ein ehrenloser Tod, wird das. Sollte er wirklich im Fernkampf sterben. Ja, dann das, naja. Ist wie es ist. Die Phantomgardisten mit ihren Phantomstrahlern oder wie die auch immer heißen, Race Cannons. Mhm. Alles auf den Bloodlord, weil die sind ja im Nahkampf gebunden hier, die Carnifexe. Ja. Entsprechend kann ich da nicht drauf schießen. So, auf die 3. Na klar. Das ist okay. Nicht so gut. Und mit Stärke 10 auf die 2. Beide DS-4. Fünfer Retter, komm. Oh Gott, und tschüss, Bloodlord. Ja, der ist Autotot. Der ist Autotot, weil 2W6 Schaden. Oh, gibt der. Aber der hat nur noch 2 Lebenspunkte. Junge. Gott. Rastet der aus? Nein, der rastet nicht aus. Bloodlord weg. Och Mann. Ja, nu. Ich muss ja auch. Muss ja sehen, wo ich bleibe, ne? Ja. Das ist ein ehrenloser Tod gewesen. Wo willst du denn jetzt schießen? Hier, der Warlock war nicht im Nahkampf. Der schießt mit seiner Knarre einfach mal knallhart auf den Schwarmtyranten. Ach, komm hör auf, ey. Das, weißt du, diese... Trifft. Und verwundet auf die 5, nehme ich an. Jawohl, verwundet. Guck dir das an. Und jetzt mit DS-8 wahrscheinlich, oder was? Nein, 22. DS, gar nichts, Dreier. Ah, und ein Lebenspunktverlust. Das Guck ist, dir das ey, an, wie mächtig dem seine Kanone ey, ist. Der Hive Tyrant ist ein absoluter Versager. Das gibt's doch gar nicht. Hat er nur noch 9. Okay, dann würde ich gern mit dem Hemlock ja. auf den Neurotrophen schießen. Hau raus. In der Hoffnung, dass der abgeht. Weggeht. Abgeht. Er geht nicht ab, der bleibt da, wo er ist. Dem geht einer ab, dem Hemlock. 2W3 Schuss. Nimm immerhin 4. Und. Trifft automatisch. Genau, wollte ich gerade sagen. Und verwundet auf die 2. Mhm. Das heißt, es verwundet alles. DS minus ganz viel, aber ist ja egal. Jetzt steht alles. Ah, Mist. Dreier Retter übrigens fürs Protokoll. Der Shining Spear Exarch hier hinten. Ja. Auch die 2 Gene Stealer. Erstmal die 4 Katapulte. Ja. Treffen alle. Mhm. Und das hätte ich jetzt gern beim Verwunden nochmal. Verwunden 2 mit nichts minus. Kommt schon! Nein! Oh! Ich hätte aber auch noch was gehabt. Also. Ja, ist ja egal. Passt schon. Okay, was geht jetzt dann, ab? Dann habe ich hier so ein paar Jungs, die hier reinkommen. Und zwar sind das 6 Stück. Mhm. Ups. So, die schießen. Auf den Trigon. Einfach mal. Nee, oder? Ja, doch, auf den Trigon. Prime. Einfach, weil sie es können. Einfach Prime, bitte. Trigon Prime. Nicht kleiner machen, als er ist. Und auf die Toughness 6. Ja, auf die 5. Zweimal mit minus 3. Und ach, du alle, ernsthaft? Ja. Sechser. Einer runter. Ist aber 11. Ja, irgendwie so. Minus 3. Ja, aber nur bei 6. Unholz von 6. Dann. Stimmt, okay. Okay, dann habe ich die Dark Reaper. Hm.
Ich weiß, was passiert. Ich würde gerne auf den Schwarmtyranten schießen, weil alles. Der ist jetzt das nächste Modell, ne? Ja, genau, du musst. Ja, logisch. Alles auf den Schwarmtyranten. Erstmal der Exarch 2W6 Schuss mit 4 ist das nicht so die Welt. Mhm. Toughness 7. Ja, ich jetzt auf die 5. Nö. Aber dann. Kommen die Bösen. Ja. 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. 6 mal hartes Profil. Exakt. Ist klar, Tim. Nichts wiederholen. Oder doch? Einsen? Nein. Nein. Weil geht nicht, ist nicht. Weil ist ich, nicht. Ich krieg ja hier keine Psykraft durch. Richtig, weißt du? Richtig. Schatten. Auf die 3. Jo, einer. DS minus. Vierer Retter. Oh Gott. Nix. Und das sind dann straight 3 Schaden. Ach, diese Dark Reaper, ey, die sind so übertrieben. Naja, das war nur einer, der jetzt durchgekommen ist. Ich weiß, und da kommen einfach mal 3 Schaden flat. Ja. Okay. Ja, dann hast du noch was hier. Zum Schießen? Was ist mit dem Vogel hier? Hat er schon geschossen? Er hat auch schon geschossen. Ach so. Ja, dann charge mal. Ja, ich charge. Ja, komm. Mit dem Warlock. Komm. Der kann doch eh raus, der kann fliegen, ne? Ja. Aber weißt du was, das Potenzial ist ja da, dass der... Der hat ihn ja auch schon mal vermöbelt, sein Kumpel. Genau, also geht der Warlock in den Hive-Tyrant rein, du kannst Abwehrfeuer geben. Der hat sich so lächerlich gemacht da, vorne in deinen Reihen, dass die jetzt einfach sagen, komm, wir hatten mal Bock. Die haben keine Angst mehr. D3, 2, nichts. Nö, rein komme ich wahrscheinlich... Mit einer 3, ja, ist ja, knapp, vielleicht. Aber es kommt. Der ist drin, so. Das ist eine Frechheit, was du da gerade machst. Das ist eine Demütigung, wirklich. Der hat, glaube ich, Entschuldigung. Was soll ich denn machen? Ist einfach, die Möglichkeit ist da, warum soll ich sie nicht nutzen? Die Möglichkeit, wir haben noch mehr Möglichkeiten hier. Aber ja. Es gibt Dinge, die macht gehen. Man einfach nicht. Es gibt Dinge, die gehen. Das ist aber nicht dein Warlord, ne? Nein. Ja, der ist ja abgehauen. Genau. Mit seinem schwulen lila Mantel da hinten. 2 Attacken trifft. Ist klar. Und verwundet auf die 2. Mhm. Weil er den Speer hat. Jawohl. Und kein DS. Ich wollte gerade sagen, DS minus 8 oder irgendwas. Dreier. Ach, geht schon wieder einer durch. Und das sind W3 Schaden. Ach komm, Kai. Ja, ernsthaft, das ist so. 2. Er ist ja runter auf 4. Ach, das ist ein Versager. Der hätte auch weg sein können. Das Modell fliegt auch mal raus. Das ist das alte Modell noch. Ich muss mir einen anderen holen. Ja, der Warlock. Also ich glaube, das ist die Einheit des Spiels jetzt schon. Ja, definitiv. willst du noch chargen irgendwo? Wir haben das jetzt einfach mal abgehandelt hintereinander. Aber Nee, wollte ich ja nicht. Ich werde jetzt hier einfach noch den Kollegen zuhauen lassen. Jo, weil der hat das eben so gut gemacht. Warum ja, hau die mal weg machen? Da, genau. Oh, nicht mehr so gut. Reroll ich einen? Nehme noch nicht. Verwunden auf die 3. Ja. Den reroll ich. Ja. Beide. Ja. DS minus 4. Jo, mach Schaden. 2W6 Schaden. Jetzt kann ich nicht mehr rerollen. Das ist eine Runde auf 1. Mhm. Werden die schlechter? Nein. Oh, verdammt. Ernsthaft? Nein, werden sie nicht, wirklich. Okay. Welchen sollte ich denn runter machen? Den da. Darf ich jetzt zurückhauen? Darfst du zurückhauen? Echt? Ist es schon soweit? Wer will denn? Der Hive Tyrant? Ne, erstmal die Carnifexe. Da hast du jetzt Schiss, ne? Ich habe hier ganz wilde, bunte Würfel. So. Die treffen ja jetzt nur auf die 4. Aber ich darf einen wiederholen. Okay. Ja, das ist aber statistisch. Die Hälfte. Jetzt auf die 5. 2. Das sind 2 Stück mit minus 3. Ein 6er. Nee. 6 Schaden. Siehst du, wie schnell das gehen kann? Ja. Ja. Okay. Jetzt der Hive Tyrant. Der hat auch 4 Attacken. Trifft aber, weil er, ach nee, warte mal, wie viele Wunden hat der? Der hat noch 4, ne? Ja. Dann trifft er noch auf die 3.
Und ich darf eins wiederholen. Zwei Stück. Ja, komm. So, jetzt aber verbunden wir wahrscheinlich mit Stärke 6 auf die 2, oder? Ja. Ach komm doch. Einer. Dann wiederhole ich den mal. Nee, komm, ist egal, oder? Wiederhole ich den. Komm, den wiederholen. Der hat nein. Zwei Leben, der Kollege. Nee, wiederholen wir nicht. Minus 3. Vierer Rettungswurf. Oh, ach so, auch noch Vierer Retter. Oh! Ei! Oh. Nein, nein, nein! Ich hab ihn. Das hättest du eh getan. Hallo? Das war dein Würfel. Zählt nicht. Darf ich jetzt mit dem noch zurückhauen? Wieso? Du hast doch schon zugehauen. Ich weiß, ich dachte so. Der ist so gut, der Typ. Der ist so gut. Nee, hör auf, der würde den noch wegmachen wahrscheinlich. Das kann passieren. Nee, lass mal. Ja, was habe ich gemacht? Du hast mehr Punkte als ich. 1, 2. Ja, 3. 3. Das bedeutet, ich kriege einen Punkt und wir sind bei Ausgleich. Habe ich mehr Einheiten zerstört wie du bei mir? Ja. Nee, die Runde ist noch nicht vorbei. Nee, die Runde ist noch nicht vorbei. Dann kriege ich den Punkt auch noch nicht. Aber einen krieg. Ach so, stimmt, du kriegst ja noch nicht mal die Punkte. Ja, ja. Dann steht es immer noch 2 zu 3. Das ist ungewohnt, ne? Ja, das ist wirklich ungewohnt. Ah, okay. Dann gucken wir mal, was wir jetzt machen können. Und dann kommen wir in die Bewegungsphase der Tyranniden. Bewegungsphase ist vorbei. Hier hat sich nicht so viel getan. Hier auch nicht. Trigon Prime ist nach vorne. Die Jungs sind auch nach vorne. Und Neurotroph ist so ein bisschen da hinten hin. Und dann kommen wir in die Psi-Phase. Der Hive Tyrant macht erstmal, ich glaube, Psychic Scream auf den Warlock-Typen da, wie der heißt. 5, hab eine 6. Will ich auf jeden Fall versuchen zu denyen und das mache ich mit dem Runenpropheten. Habe ich aber auch so schon. Ja, du kriegst ja eh keinen Abzug. Okay, dann smitet er noch. Mit einer 6. Das denied der Warlock. Jawohl. Dann möchte er noch smiten. Der Neurotroph. Genau. Auf den Hemlock, ne? Ich gehe mal davon aus, oder? Oder ist er näher hier? Ne, er müsste, oder? Ich bin nicht sicher. Ich will smiten einfach erstmal. 8, ja. Ich versuche es natürlich mit dem Hemlock zu denyen. Mit einer 8 nicht, weil dasselbe, ne? Genau. Ja, wo geht denn das drauf jetzt? Mess schnell. Das ist, hier haben wir 10,6. Zählt das hier, oder? Eigentlich Rumpf, ja. Also ein bisschen näher am Hemlock dran. Definitiv. 2 Schaden, runter auf 10. Jawohl. Und das war's mit der Psi-Phase, dann kommen wir zum Schießen. Der Trigon Prime auf die Gardisten hier. Genau. Okay. Mit seiner Rasselkrams da auf jeden Fall. Auf die 4. Oha. Ich würde ja sagen stark, aber war es nicht. Stärke 5. Auf die 3. 3 Stück minus nichts. 3 mal ein 5er. Nö. Gehen 3. 3 weg. Ich nehme die mal hier raus. Die Thermaganten da hinten schießen alles auf den Gazistendruck, der direkt davor ist. Auf die 4. Ja. Ist ein bisschen was. Könnte durchschnittlich sein, ne? Stärke 4. Auf die 4. 3 Stück. 4 Stück. Minus. Nicht. Oder was? Dann wieder den 5er. Einer ist safe, 3 gehen. Gut. Du bist bei 1,50 Euro. Genau. Dann das Ganze aber nochmal, weil es 16 Stück sind. Ah, okay. 3 sind weg, merken wir uns. 4. Ja, sieht besser aus wie eben, glaube ich. Stärke 4. Oh. Dann das Ganze nochmal. 3, 6, 9. Genau. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Okay, habe ich. Oha, auf die 5.
3 Save, 4 Save. Das heißt 5 plus 3. 8 Stück, die gehen. Mhm. Ich räume die mal ab. Schweiger und Fry möchte beide Trupps chargen, ja? Mhm. Na, 6. Könnte eng werden. Ja, mit Peilen und ein bisschen. Hat er, hat er Drüsen oder sowas? Ich weiß es gar nicht, ob ihm das gegeben hat, aber gucken wir doch mal. Und zwar, Dragon Prime hatte. Ne, hat er nicht. Ich weiß gar nicht, ob der das überhaupt kann, haben kann. Auf jeden Fall 6. Ich denke mal, ja, gib mal Abwehrfeuer. Jawohl, ich schieße die einfach zusammen, die beiden Gardistentrupps. Jo. Und das geht los mit auf die 3. Ja, auf die 6, ja. hätte funktionieren können. Aber ich habe schon mal 3 Sechsen geworfen hier. Ne? Mhm. So, jetzt auf die 5. Nö. Okay. 3 und 1 und 1 ist keine 5. So, jetzt musst du mir mal ein Maßband anhalten hier. Ich halte mal ein Maßband an. Bei dir an der Hose oder auf dem Tisch? Nee, beim Tiger. Also, ja, so klappt das nicht. Was jetzt? Das Ding ist jetzt, leg mal hier da die 6 hin. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit, wie ich trotzdem beide binden kann. Also vom Modell aus. Oh, jetzt kommen hier die cheesy Taktiken. Und zwar, den habe ich jetzt verrutscht. Also mit dem gehe ich jetzt erstmal bis zu diesem Steinchen hier hinten hin. Das sind die 6 Zoll. So, kann ich ja hier durch. Und jetzt beim Aktivieren habe ich ja, ich bin ja jetzt, ich muss ja dann die Bewegung quasi näher an diesem Modell beenden. Und dadurch könnte es sein, dass ich durch diese 3 Zoll Geschichte die Typen noch im Nahkampf binden kann. Und damit auch noch zuhauen kann. Soll ich es mal machen? Ja, ich würde die aber nicht als erstes aktivieren, diese Einheit. Wir können es ja nur mal machen, aber wenn ich dann so mache. Dann bist du bei beiden in 1 Zoll, er ist näher an dem hier dran. Genau, dann bin ich näher an dem da dran, habe den trotzdem innerhalb von 1 Zoll. Also somit sollte das trotzdem funktionieren. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne hier zuerst aktivieren. Ich weiß gar nicht warum. Ja, machen wir einfach mal. 8 Attacken. Auf die 4. Der eine ist doch schlechter. Ach nee, wird nicht schlechter. Nee, eins wiederholen. Ist eine 3. Ja, ist eine 3, ja. Wieder die Hälfte. Ja, auf die 5. Oh, 3 stark. Stück, 3 Stück. Stark. 3 Stück. Minus 3. Richtig. Oh, komm. 6. Nein! Ciao, Kakao. 3 flat jedes Mal. Rastet der irgendwie aus oder so? Ich muss mal, jetzt weiß ich es nicht, weil ich die Einheit noch nicht gespielt habe. Aber ich gucke mal schnell nach, ob der eventuell einfach übelst explodiert, 22 Carnifexe mit sich nimmt oder so. Ich habe ja nur 2. Ja, das ist doch genau das Gleiche. Sieht nicht so aus. Dann mach mal weg. Ich mach ihn weg. Der Schwarmtyrant hat auch kolossal gepeilt. Der wird als nächstes aktiviert und der hat sich überlegt, komm, binde ich doch nochmal den Runenpropheten mit da rein. Jetzt darf ich ja zuhauen auf den. Ja, denke ich. Der ist, also ich habe es näher an ihm beendet, die Bewegung. Und der ist noch ein Stückchen da weg, ein Millimeter. Und es kann sein, dass es so mir nicht gefällt, aber vielleicht also, oder, richtig ist. Ja, dann würde ich auf jeden Fall einen Befehlspunkt ausgeben. Ja, was sonst? Dann darf ich alle misslungene, alle misslungenen Verwundungswürfe wiederholen. Hm. Und lass mich raten, du haust alles auf den Runenpropheten. Ich würde tatsächlich, der hat noch 4, der trifft. Ich würde tatsächlich 3 auf den hauen. Okay. Und ich darf ja einsen wiederholen mit den Skyding Talents. Ich treffe auf die 3, darf einsen wiederholen. Ich gehe das Risiko mal ein. Komm. Okay. Also, der eine Würfel, der blaue, geht auf deinen anderen blauen Typen da. Jawohl, ja. Also, auf die 3, einsen wiederholen. Mhm. So, jetzt haben wir Stärke 6. Verwunden dich wahrscheinlich immer auf die 2, ne? Ja. Dürfen das wiederholen. Nein! Ja, genau. Dann hier zweimal für deinen Kriegsherrn mit minus 3.
Das ist egal, weil Retter. Einer durch, glaube ich. Ja, einer durch. Drei Schaden. Oh, dann hat er noch zwei. Ach komm schon, echt jetzt? Ja, hat er. Und der hier, hat der schon verwundet? Nee. Auf jeden Fall dann auch minus drei. Retter? Nee. Nee. Drei Schaden? Ja. Dann ist der weg. Gut. Aber der Runenprophet lebt noch. Noch. So, und der, da lege ich mal hin, was er noch hat. Noch zwei. Eine Kleinigkeit habe ich hier vergessen, und zwar wegen seinem Geisterhelm hat er ja ein 5er Save After Save. Und ich habe einen, ich habe das Offcam geworfen, jetzt einfach mal, ich habe einen dabei gesaved. Das heißt, er hat noch drei Lebenspunkte. Okay. Also, ja. Würde ich mir den Thermagant mal versuchen zu chargen. Brauchen wir 9. Ja. Wir haben das jetzt ein bisschen durcheinander gemacht, aber die sind drin mit einer 10. Stellen die und dann dürfen die auch noch zuhauen. So, Trigon Prime. Genau, der ist aktiviert, steht da jetzt schon bereit. Jawohl, ja. Zur Attacke. Zeig das nochmal kurz hier. Cheesy Taktiken vom Robert hier. Mhm. Ah, so, der hat ja jetzt zwei von diesen Skyting Talents, das heißt, wir kriegen eine Attacke mehr. Geht alles auf den Trupp da. Jawohl. 7 Attacken, das ist aber echt jetzt D3. Ach du Scheiße. D6 Schaden machen die Dinger. Okay, auf. Bisschen overpowered auf vielleicht. Auf die 3. Einsen dürfen wir wiederholen. Das war getroffen, das habe ich gedreht. Mhm. Stark. Mhm. Starke 7. Auf die 2. Ujo. Dann macht die 5 Stück mal weg da wahrscheinlich mit minus 3, oder? Ja. So. Ich entferne das. Willst du noch irgendwas machen? Ja, ich aktiviere die Thermagant. Ja, dann mach das doch gleich. Dann kann ich alles, kann ich alles wegräumen. Genau, so. Wird noch wild gepeilt. Weiß nicht, ob das überhaupt vonnöten ist. Zwei Stück stehen da noch. Naja, so halt, ne? Hier so. 25 mm Basis, also da kriegt man wahrscheinlich sogar drei Reihen rein. Ach, hier, so. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stück. Aber wir haben nur eine Attacke, die Jungs. Bestimmt. Alles andere wäre ein bisschen fies. Ja, eine Attacke. So, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Auf die 4. Mhm. Nicht so gut. Stärke 4. Ja, auf die 3. Zwei Stück nur? Ne, 3. Ah, da könnte ja. Minus 0. Könnte ja noch was gehen hier. 5er safe. Oh, nein! Es sind nur noch zwei. Machst du weg? Ich mach's weg. Der da haut zurück, weil er es kann. Guck mal hier, noch ein bisschen gepeilt sogar noch. Krass. Junge, 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 Junge. Auf die Zweien, auf die Zweien. Mhm. Oh, ja. Kein DS natürlich. Dreier. Steht. Ah, diesmal steht er. Okay. Dann würde ich noch eine Gefechtsoption usen. Der will jetzt nochmal zuhauen. Und zwar haben wir nochmal einen Adrenalinschub rein. Ach komm, echt? 3 Command Points, ich glaube, dann habe ich noch einen. Und dann hauen wir mit dem doch einfach nochmal zu. Mit seinen 4 verbleibenden Lebenspunkten ist er nämlich immer noch gar nicht so schlecht. 4 Attacken. Jetzt willst du es aber echt wissen, ne? Hey, der Typ muss, der muss jetzt einfach weg. 4 Attacken auf die 3, einzeln wiederholen. Nee, doch! Aber das kann reichen. Auf die 2. Oh, da ist schon wieder eine 1 dabei, ey. So. Der ist wiederholig. Darf ich das noch wiederholen? Habe ich überhaupt schon mal irgendwas wiederholt in der Nahkampfphase hier? Nö, aber das ist dann dein letzter Command. Ist mir egal. Zweimal. Okay. 4er Retter. Komm, 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 komm. Ah! Nicht mal einer. Ich habe noch 3 Command Points. Ich re-roll jetzt schon mal ein. Das sind 3 Flat. Das ist egal. Wie 3 Flat? Ja, ich habe ja noch einen diesen Safe After Safe. Ach so, ja, okay. Ja. Also war aber auch nicht durch. Nein, nein, deswegen. Aber das sind 6, ne? Mhm. So, jetzt. Mindestens 4, 5. Nein! Hätte der Reroll geklappt. Eieiei. Junge, 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 Junge. Der explodiert 2W6 Zoll. Mm, Slay the Warlord. Ja. Hat er wenigstens etwas gemacht, aber das war ja jetzt auch nur, also wirklich.
Das war nicht schön. Ja, am Ende der Phase kriege ich ja natürlich einen Punkt für Slay the Warlord. Bin ich bei 4. Und ich kriege einen. Für? Nee, ist Ausgleich. Wir kriegen beide keinen für. Also ich habe 1, 2, 3, 4 Einheiten zerstört. 5 sogar. Kriege ich da einen Punkt, ne? Ja, da kriegst du einen Punkt, aber ich meine für die Missionszieldinger. Nee, da kriegen wir gar nichts. Dann kriege ich hier nochmal einen Punkt, weil ich 5 Einheiten zerstört habe. Jawohl. 5 zu 2. Das kommt nicht hin. Na klar, ich hatte 3. Tatsächlich. Plus Slay the Warlord, plus 5 Einheiten zerstört. Dann bin ich jetzt dran. Dann bist du jetzt dran. Runde 4. Das gefällt mir nicht. Eldar, es bleibt spannend. Die Bewegungsphase ist rum. Der Hemlock ist von da drüben natürlich, da ist wieder am Würfel gefallen, hier rüber geflogen. Nächstes Modell ist der Hive Tyrant. Die Jungs sind hier rüber, der ist stehen geblieben. Der Serpent ist hier rüber geflogen. Seine darf ja nur noch 12 Zoll. Und ansonsten ist er hier, der Shining Spear Exarch, da ein bisschen hinten hingeflogen. Und die Reaper sind anscheinend stehen geblieben. Exakt. Dann Psi-Phase. Psi-Phase. Ich fange direkt an. Der Hemlock smite auf den Schwarmtyranten. Ja, das ist eine 6. Ja, geht aber durch. Das heißt, wir denyen mit dem Hive Tyrant. Das ist durch. Was ist das? Schussphase. Wollen wir gleich übergehen in die Schussphase? Jojo. 2W3 Schuss von dem Hemlock auf den Hive Tyrant. Das sind schon mal 3 und hier 4 insgesamt. Okay. Upsa, auf die 3. Weil wieder schon 7, ne? 3 Stück, DS minus 4. Vierer Retter. Dann ist er weg wahrscheinlich, ne? Jawohl, ist weg. Vier so, Stück. Rastet der aus jetzt? Nein! Weg! Jawohl, ja. Ich stell den kurz zur Seite. Und dann schieße ich direkt mit 2en. Auf den Angeschlagenen oder auf den... Nee, warte, ich mach das anders. Der schießt mit seinem, mit den Raketenwerfern, mit den Dingern. Ja. Mit dem harten Geschütz auf den angekratzten Halbteilend. Okay, wir müssen jetzt nur, du kriegst 1 von Trefferwürfen abgezogen. Weil ich diese, ja, ich weiß nicht, ob wir das, auf, die, wie heißen sie, Sporenzysten habe. Ach so, Okay, dann auf die 4 halt, ne? Ja. Also auf den angekratzten Carnifex, ich habe Halbteilend gesagt, weiß ich. Nö. Dann muss ich es doch so machen, dass ich auf Nummer sicher gehe. 2 von den Jungs auf den. Auch auf die 4, ne? Ja, und die anderen 3? Die anderen 3 auf den. Ja. Erstmal die 2. Treffen beide. Verwunden auf die 3en. Einer, DS minus viel. Minus 3 oder mehr? Ich glaube, das ist minus 4. Minus 4 wäre durch, minus 3 nee, habe ich einen 6er. Dann gucke ich ganz schnell rein. Der wäre safe, wenn es minus 3 wäre. Und auch noch so eine Situation. Minus 4 wäre hart. Das wäre ja ganz hart. Das wäre ganz hart. Das wäre richtig, richtig hart. Oh oh, oh oh. Minus 4. Ja, dann ist durch, dann ist der Auto tot. Der ist kaputt. Und dann habe ich die anderen 3. Ich weiß nicht, ob der hochgeht. Oh. Oh oh. Geht der? Nee, der geht nicht hoch. Was? Das gibt's doch gar nicht. Ernsthaft jetzt? Nö. Der geht nicht hoch. Okay, schön. Ja. Dann die anderen 3 auf den verbliebenen Carnifex, ja, der noch voll ist. Auf die 4. Treffen 2. Und verwunden wieder auf die 3en. Nee. Aber jetzt reroll ich ja wieder ein. Ich habe ja noch einen Command Point dann übrig. Nee, auch nicht. Oh Gott. Command Point wasted. Ja, dann muss ich das Reaper Feuer tatsächlich aufteilen. Der Exarch geht auf jeden Fall auf deine Thermaganten. Ja. Und dann schieße ich einfach mal, um auf Nummer sicher zu gehen, die restlichen Reaper auf den Carnifex. Ja, okay.
Das sind dann noch 2, 4, 6. Und ich mache aber erstmal den Exarchen. 2 W6 Schuss auf die Termaganten. Boah, 10. Stark. Auf die 3 in 1 wiederholen. Und mit Stärke 4 auf die 3. 6 Stück mit DS-1. Ja, 6 Stück weg. 6 Stück weg, okay. Dann schieße ich direkt die harten Geschütze auf den Carnifex von den restlichen Darkulonen. Auf die 4? Ah ne, die treffen immer auf die 3, oder die was? Die treffen, egal, unabhängig von allen Modifikatoren, immer auf die 3. Mhm. Das sind alle. Egal, was du kriegst, also die ignorieren Spornzysten jetzt. Die ignorieren alles. Die treffen immer auf die 3. Und auf die 3 mit Stärke 8. Boah. Alle. DS-2 ist das, glaube ich, jeweils. Ja. Wie viel waren das? 6 Stück. Okay. DS-2. Mhm. Okay, das heißt, wir haben hier einen 5er. 2 Save, 4 gehen durch, das ist 4x3 Schaden, der ist weg. Ja, der ist weg. Sehr gut, das freut mich. Diese Reaper, ey, die gehen mir richtig auf den Zunder. So, was habe ich noch zum Schießen? Ach ja, und zwar den Kollegen Wave Serpent. Ja. Mit 3 Shurikenkanonen auf den Neurotrophen. Ja. In der Hoffnung. Trifft der schlechter jetzt? Auf die 4 nur noch. Ah ja. Der hat noch die 4 Lebenspunkte da unten. Das ist nicht so verkehrt. Und jetzt bei Verwunden brauche ich mit Stärke 6. Auf die 3. Ja, so. Und hoffentlich nochmal. Achso, das ist egal, aber das sind alle 5 Stück. Mhm. DS-3 ist egal. Jeweils einen Schaden? Ups. Macht jeweils einen Schaden, dann, ja. Okay. Ach du Scheiße. 3 durch, der ist tot. Ach du Scheiße. Slay the Warlord. Ach du Scheiße. Hat er ja nicht noch 4? Nee. So, Slay the Warlord habe ich schon mal. Das mache ich gleich, damit ich es nicht vergesse. Sind wir bei 5:3. Jawohl. Und damit endet die Runde. Oder willst du chargen? Nein. Und ich habe 2 Dingsbums-Punkte und dadurch kriege ich noch einen Punkt. Genau, weil du einen mehr hast als ich. Gut. Korrekt. Dann Bewegungsphase Tyranniden. Jawohl. In der Bewegungsphase ist der Trigon Prime seine normale Reichweite in Richtung der Phantomgarde gelaufen. Und die Termaganten sind hinterher. Und so wie ich das verstanden habe, schießen die alles auf die Reaper. Genau, auf die 4. Uiuiui. Oha. Oha. Da ist noch eine 3. Habe ich das gedreht? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, Stärke 4. Auf den einen ankommt. Auf die 3. Kann die nicht gehen? Ja, die haben Stärke 4, genau. Ja, 3, 6, 8 Stück minus 0. 8 Stück. 3er Safe. Jetzt komm. 2 sind durch. Jawohl. Ich nehme mal 2 von den Reapern weg. Welche nehmen wir denn? Nochmal, das ist wahrscheinlich egal. Den Charge schlechter. Jawohl. Trigon Prime auch an die Reaper. Mhm. Auf die 4. Ja, naja. Stärke 5. Auf die 3. Oh, das war nicht gut. 2 Stück nochmal. Auch kein Minus, ne? Nee. Dann 3er. Einer durch. Noch einer weg. Noch einer weg. Ich nehme jetzt wegen der potenziellen Charge-Reichweite. Ach nee, komm, ich kann nicht den Exarch wegnehmen. Das geht nicht. Okay. Gut, Charge. Thermagun in die Reaper. Würde klappen mit einer 10. Hier hinten liegt die 6.
2W6 Abwehrfeuer vom Exarch erstmal. Das sind 8. Auf die 6. Einsen dürfen wir, glaube ich, nur in der Schussphase wiederholen. Das ist eine 6. Verwundet aber. DS-1. Achso. Also dann ist einer platt, ne? Ja. Und dann habe ich ja noch 3 Reaper. Mit den schwächeren Profilen natürlich. Auf die 6. Keine. Okay, dann will der Trigger und Prime hier rein. In die Race Guard. Genau. Mit einer 8 sollte das auf jeden Fall klappen. Wir stellen das und dann geht's weiter. Du kannst Abwehrfeuer geben. Ach ja, richtig. Entschuldigung, ich habe das Abwehrfeuer vergessen. Siehst du, ich wollte dir sogar noch eine Chance geben. Ja. Oh, ich treffe einmal. Und treffen die nicht sogar automatisch? Das wäre es jetzt. Verwunden hätte ich jetzt nicht mit der 1. Wenn ich den rerolle. Ach komm, dann ist mein letzter Command Point weg. Ich reroll den. Das ist eine 1. Okay, das wird nix. Dann stellen wir das. Der Trigon Prime als erster auf die Wraith Guard. Auf die 3, komm. Einsen wiederholen. Stärke 7. Auf die 3 dann. 4 Stück. Minus 3. 4 Stück, nicht 5. Minus 3. Mhm. Ja, dann ist einer safe. 3 gehen weg, theoretisch. Wie viel Schaden macht das? 4-6. Einmal. Okay. 4. Wie viel haben die denn? Der hat jeweils 3. Einer weg, einer hat noch einen Lebenspunkt. Und dann nochmal einer weg. Zweiter weg. Okay. Dann die Thermagun. Wie viele sind denn da noch? Das sind 3. Warte. 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9 Stück. Auf die 4. Stärke 4, 3, glaube ich. Ja. Ja, dann auf die 4. 3 Stück? Ja. Richtig? Jo. 3 Stück, kein Minus, ne? Ne. Dann den 3er Safe. 2 Safe. Einer geht tatsächlich. Wow. Den stelle ich weg und dann wird zurückgehauen. Erstmal die Race Guard mit 3 Attacken. Oh, einer. Mhm. Auf die 5, nein. Dann die Reaper. Oh, jetzt muss ich mal ganz schnell nachsehen, ob der Exarch eventuell eine Attacke mehr hat. Weil oftmals... Ja, hat er. Dann sind es 4 Attacken. Auf die 3. Und mit Stärke 3 auf die... Oh, 4. Einer. Minus? Kein, gar nichts. Nichts. 6er Safe, ne? Ja. Nein, ja. Geht einer. Okay. Dann. Wie viel waren hier jetzt weggegangen? Das waren noch 8 Stück. Ne, 7 Stück waren es noch. Mhm. 4 sind gegangen. Moralwerttest. Ja, klar. Gehen auch noch 2. Echt jetzt? Mhm. Kein Reroll mehr. Und die haben nur 2 verloren. Das ist ja. Geil. Ich überlege jetzt gerade, Kai, es steht 4-5. Ich kriege jetzt einen Punkt automatisch am Ende deines Zuges. Genau. Das ist Ausgleich. So, das ist Ausgleich. Jetzt. Ja, du würdest jetzt im Nahkampf bleiben wahrscheinlich, ne? Mit dem würdest du abhauen da hinten. Ja, obwohl, keine Ahnung. Doch, ich würde mit dem... Aber, also, ich denke, kann ich jetzt überhaupt noch gewinnen? Ich denke nicht. Ich kann mit denen rausgehen und schießen. Mhm. Das können wir machen. Ne? Wollen wir das einfach mal kurz durchspielen? Lass uns das mal durchspielen, ja. Okay. Weil, also du kriegst ja jetzt hier immer safe 2 Punkte. Ich kann theoretisch, Also wenn du jetzt eine Einheit da noch kaputt machst. Ich spiele es mal kurz durch. Also ich würde mit dem hier natürlich nochmal smiten, ne? Auf den Thermaganten. Der Kollege wäre rausgelaufen einfach.
So, der Smite ginge durch, W3 Wunden. Aber gut, du kannst ja mit dem nicht smiten da, ne? Nee. Der Flieger. Der Flieger smitet, ja, doch. Ja, der muss sich aber erst bewegen. Richtig. Das geht so nicht. Das stimmt natürlich, hast du vollkommen recht. Also das geht nicht. Also interessant wäre tatsächlich nur das hier. Okay. Wenn die rausgehen, schießen und dann er schießt. Also wenn das kannst du mal durchspielen, weil sollte das jetzt, also die bewegen sich jetzt raus, sollte das jetzt nicht klappen, dann bewegen wir ihn noch nach, weil es dann noch weitergehen würde, aber ich denke... Zwei Stück? Mhm. Auf die 3 auf jeden Fall? Nee. Okay. Würde nicht gehen. Mit dem würde ich ja so fliegen, dass ich den noch attackieren könnte, zumindest. Ne? Und du würdest dich drehen, 20 Zoll, fliegen musst du ja. Ja, ja. Aber wenn ich jetzt 20 Zoll so... Wie viel Reichweite hat er denn? Also ich kann mich maximal hier drehen. So, und dann hat er 18 Zoll, nee 16, aber ich komme hier rein. Ja, weil du da weiter hinten stehst. Ja, also muss ich es auf den doch probieren. 2 W3 Schuss. Automatische Treffer auf die 3 verwunden. 2 Verwundung, DS minus 4. Jo, durch. Dann sind das Flat 2, also 4 Schaden kriegt er. Die haben ja jetzt nichts gemacht. Ne? Wir können den ja einfach mal hier hinten hinstellen. So, damit das wieder ein bisschen. Stellen ruhig da hoch, genau. Ein bisschen danach aussieht hier. So. 7 hätte er jetzt noch, ne? Jetzt kann der Typ da hinten noch schießen. So. Jetzt. Ich würde einfach 2W6 mit dem auf deine Thermaganten schießen. Ja, jetzt, also Kai, ich glaube, das hat tatsächlich keinen Sinn mehr, weil du kriegst am Ende der Runde, ich kann, egal was ich jetzt mache, du kriegst hier safe 2 Punkte, selbst wenn ich da jetzt alles zerstöre, das schaffe ich ja nicht, komme ja nicht sofort dahin. Nein. Also wir können ins Postgame übergehen, weil so knapp das jetzt auch war. Ja. Weil, wenn wir hier mal drüber gucken, ich meine, du hast einen absolut angekratzten Wave Serpent, hier so ein Typ mit 2 Lebenspunkte. Klar, den habe ich auch ignoriert. Nur noch den Exarch. Weißt du was? Du könntest, lass uns das schnell würfeln, du könntest nämlich durch Linebreaker, könntest du noch gibt's einen... Gibt's das? Ja. Du könntest noch einen Punkt dann machen und du würdest dann ausgleichen, deswegen spiele ich jetzt das durch. Wenn ich die Thermaganten wegkriege oder den... Ja, das stimmt. Ja, dann könntest du theoretisch ausgleichen. Das ist, denke ich mal, schon wichtig. Mhm, definitiv, ja. Ich habe gerade dauernd überlegt, ob das jetzt tatsächlich noch möglich ist, aber... Gut. Ich mache das jetzt folgendermaßen. Das sind noch 3, 6, 7, 8. Oh, das ist risky. Und hier sind es 2 Schuss, die auf die 3 treffen müssten und auf die 3 verwunden. Sind das W6 Schaden dann, oder was? Das sind dann W6 Schaden. Ja, probier's mal. 7 hat er. Ich schieße beides auf ihn jetzt. Einfach mal Risiko. Nee. Doch, einer? Ja, aber nicht beide, ja. Ja, aber... Nee. So, und dann überlebt er das. Bewegungsphase der Tyranniden. Der Trigon ist mit seinen verbliebenen 7 Lebenspunkten jetzt quasi da rein. Und die Thermaganten haben sich so positioniert, dass sie theoretisch in 2 Richtungen chargen könnten. Es geht darum... Wenn der Robert noch eine Einheit vernichtet, kann er sich diesen Punkt noch holen und quasi das Spiel am Ende ausgleichen. Mhm. Gucken wir mal. Thermaganten schießen jetzt alles auf den Exarchen da hinten. Jawohl, ja. Auf die 4. Ja, nicht schlecht. Der war getroffen. Stärke 4. Auf die 3. Oha. 10. Ich werfe hier einfach mal was. Wenn wir mehr als 2 oder 1 sehen, dann wird das nichts. Jo, der ist platt. Einheit vernichtet. Okay, der Trigon schießt alles. 4, 6, 8, 10, 12. Der schießt alles auf. Der hat Widerstand was? Der hat, glaube ich, 5 oder 6. 5 oder 6? sagen wir 6. Ich habe nämlich starke 5. Also du redest vom Warwalker? Ja. Kampfläufer. Ich schaue ganz schnell nach. Ich meine Einheiten noch nicht kenne. Der hat 6. Ah, okay. Dann ist egal. Dann schießen wir... Die haben aber auch 6. Ja, ich schieße alles auf den Warwalker. Jawohl, ja. Auf die 4.
Stärke 5. Auf die 5. 2? Ja. Minus 0. Dann 3er safe. Einer ist safe. Ein Schaden. Okay. Dann hat er auf jeden Fall noch was über. Noch 5. Jo. Dann chargen wir hier. Mhm. Also mit den beiden Abwehrfeuer. Und wir fangen an. Wir fangen mit den Thermaganten an. Okay, dann kommen die ja eh nur in den Warwalker rein. Genau. Dann gibt's erstmal wegen dem schwächeren Profil 2W6 Schuss. Das sind 8. Ups. Auf die 6. Keine. Die sind im Auto drinnen, nehme ich an. Ja. Ja. Okay. Dann Trigon Prime möchte auch chargen. Da auf beide, du, ne? Ja, da kannst du mit deinem Kollegen da Abwehrfeuer geben noch. Ich hoffe, dass dein da mal eine, damit eine 6 hier rumkommt. Eine 6 tatsächlich. Treffen automatisch, verwunden. Ne, treffen nicht automatisch. Oh, was erzähle ich denn da als? Ich weiß auch nicht, was los ist hier. Als tu's. Ist schon. verwundet auf jeden Fall auf die 3. Minus? 4. Ja. D6 Schaden. Hau rein. 2 nur. Runter auf 5. Okay. Wie weit kommt er? sollte egal sein. So, der ist jetzt drin. Dann hauen wir mit dem Trigon Prime zuerst zu. Der hat noch 5 Lebenspunkte. Dann ist er noch im relativ guten Bereich. 4, 5, 6, 7 Attacken auf die 4. Einzeln wiederholen. Ja. Nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Stärke 6, Stärke 7 hat er sogar. Junge, Junge. Oh. Stärke 7, das sind 2 Stück wahrscheinlich. Hm. Minus 3. Wo ging es genau drauf? Alles auf den. Ach so, auf die Wraithguard. Dann haben die nur noch einen 6er. Boah. Einer safe, einer durch. Ein Schaden nur. Ey, die leben. Ja, also damit können wir einen Sack dicht machen jetzt. Die kriege ich nicht kaputt. Ja, aber das macht ja spielt ja keine Rolle. Du hast ja Linebreaker, weil du in meiner Aufstellungszone bist. Ach so, ja, okay. Von daher muss ich noch zurück. Ja, ja, ja. Okay, dann hau ich noch zurück. Aber Thermaganten dürfen noch zuhauen. Ah ja, richtig, richtig. 3, 6, 9. Das sind alle. Das sind alle. Ja, 9 sind. Auf die 4. Stärke 4 auf die 5. Mhm. Stark. 3 Stück, minus 0. 3er. Safe. Zurückhauen. 3 Attacken von der Wraithguard. 2 Stück. Und auf die 5. Nö. Und was der an Attacken hat. Müsste ich nachgucken. Oh, ich habe auch schon wieder einen Euro auf der Uhr. So, 2 Attacken auf die 3, auf die 3 vom Warwalker, auf die Thermaganten. Einer? Nee. So, jetzt war das aber die letzte Runde, ne? Jetzt müssten wir theoretisch. Jetzt kriegst du einen Punkt. Jo. Ich krieg auch einen Punkt wegen Linebreaker. Exakt. Gibt's das Linebreaker überhaupt hier? Kann immer noch. So, nochmal, ja, dass ich das frage. Gibt's. Okay. Ich gucke extra nochmal nach, um ganz sicher zu gehen und nichts Falsches zu erzählen. Durchbruch, wenn du am Ende ja. Mindestens ein Modell in der Aufstellung zum das geht noch was. Ja. Und weil wir eigentlich vorher gesagt haben, wir machen maximal die 5 Runden, würde ich sagen, das war ein Draw. Krasse Scheiße. Absolut unentschieden. Postgame. Postales Game. Das machen wir nochmal. Kai, alter Schwede, das war ein schönes Spiel heute. Ja. Das war ein schönes, spannendes Spiel. Das sehe ich auch so. Wahnsinn. Ich war total im Fokus. Ja, ich habe das gemerkt. Mich ärgert es wirklich, dass ich diesen Fehler mit den Carnifexen gemacht habe am Anfang. Das ist echt, das ist wirklich ärgerlich. Das hätte vielleicht nochmal ein bisschen was geändert. Das Problem war natürlich, die haben auch nichts gemacht dann im Nahkampf. Also irgendwo war da ein Karma rein. Ne? Mir ist es auch nicht aufgefallen. Also eventuell hätte ich sogar noch anders die vielleicht beschossen oder so, aber ich habe da gar nicht dran gedacht. Ja.
Ja. So ist das manchmal. Es kann auch ein Vorteil sein, weil ich hätte die Truppe natürlich dann komplett trennen können oder so. Also es ist, ja, seht es mir nach bitte. Das ist, ich habe die, weiß nicht, mich verwirrt das immer so ein bisschen, wenn die zusammen aufgestellt werden. Klar, die agieren dann unabhängig, aber ist jetzt nun mal so. Ja, zum Spiel. Die neue Mission, die wir da gezockt haben, fand ich richtig, richtig, richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Das gefällt mir auch. Und das obwohl ohne Karten, also ewiger Krieg und so weiter. Aber die hat mir richtig gut gefallen. Ich denke, beim nächsten Mal können wir gerne, von mir aus gerne nochmal so eine ewiger Krieg-Mission machen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Aus dem neuen Chapter Approved. Aus dem neuen Chapter Approved, genau. Also es war echt eine coole Mission. Die Nomine Imperatoris. Ja, ja, wie auch immer. Also es war wirklich richtig witzig. Meine Tyrannidenliste müsste ich ein bisschen mal überarbeiten, so langsam. Ich glaube, die kommen jetzt so langsam in die Jahre. Mhm. Und ich muss die jetzt auch mal wieder öfter spielen, denke ich. Deine Elderliste hat mir aber gut gefallen, deine neuen Jungs da. Diese Phantomtypen und so. War ja jetzt nur mal der Farseer dabei und der Phantom-Lord. Mhm. Der war natürlich genial. Ey. Der legt sich einfach mit drei Carnifexen ein, ich meine. Wenn der keine Balls hat, dann weiß ich es auch nicht. Nee, aber hier, der eine kleine Typ, der meinen Hive Tyrant da noch dauernd penetriert hat mit seinem Stab. Der war der Beste. Der piekst ihn ein bisschen und kriegt ihn fast weg. Frechheit. Absolute Frechheit, wirklich. Aber, ja. Ja, leichte Umstellung nur in der Elderliste bis jetzt, aber ich experimentiere da. Ich will da so ein bisschen in Richtung Fluff gehen von Ianten, allerdings in einem anderen Farbschema. Finde ich gut. So das in naher Zukunft wird es das dann mal zu sehen geben. Optisch auf jeden Fall eine mega geile Sache, das muss man einfach sagen. Also ich finde, das ist für mich so dieses Elder, was ich wirklich mag, mit diesen Phantomen und den Schwertern und so, finde ich einfach so geil. Ist vielleicht nicht immer ganz so stark, aber macht Spaß. Von der daher. Phantomlord mit 120 Punkten, was der jetzt kostet, durch das. So wie er jetzt ausgerüstet war, waren es glaube ich 127 Punkte. Der kostet zwei, drei Punkte mehr als ein Carnifex, ist aber geiler. Also, er hat einen komplett vernichtet und den anderen auf einen Lebenspunkt gebracht. Glaube ich, so war das, ne? Hm, irgendwie so. Hart. Robert, eine Sache fällt mir aber noch ein. Ich weiß, was kommt. Irgendjemand hatte, ich weiß nicht, wer das war, irgendjemand hatte groß angekündigt, dass ich in diesem Spiel getailt werde. Das hatten wir im Vorfeld aber anders besprochen, mein Lieber. Jetzt vor laufender Kamera das so zu machen, das ist aber fies jetzt. Wir hatten so ein schönes Spiel, jetzt fang nicht so an. Aber mir ist es eingefallen. Was also, wir haben uns im Vorfeld abgesprochen, ich muss dich jetzt unterbrechen, dass wir uns dafür entschuldigen, da ich ja gesagt habe, ich werde den Kai Table. Er hat jetzt ein Unentschieden hier geholt, beziehungsweise wird im späteren Verlauf gewinnen und spricht das jetzt drauf an, von wegen, ich habe es nicht geschafft oder was? Du hast mir ja die Möglichkeit nicht gegeben, die Überleitung noch zu finden. Dann finde nochmal die Überleitung. Da wir aber im Vorfeld gesagt haben, nein, also ihr wisst ja, wie das ist. Wir wollen ja eigentlich daraufhin jetzt, weil das nicht so geklappt hat, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben, ein Spezialspiel noch zum Ende des Jahres machen, wo wir dann mit 4000 Punkte aufs Feld laufen, jeder, und quasi so ein Apokalypse-Game, sogar so ein Verschnitt, und hoffen, dass ihr uns das entschuldigt. Und dafür das Apokalypse-Game so spannend findet, dass ihr das vergesst. Wir holen das schon noch nach. Also ich habe das auch nicht vergessen. Ich habe ja dann auch eine spezielle Armee, die ich dann spielen werde, die es jetzt noch nicht gibt. Und das ist aber interessant. Ich spiele nämlich auch eine Überraschungsliste. Was? Das wird ganz witzig. Was hast du denn für eine Überraschung? Ich habe eine Überraschung. So, du hast ja auch noch eine ganz andere Armee. Ja, aber die spiele ja nicht bei dem Apokalypse jetzt, oder was? Ja. Ach so, ich dachte, das meinst du. Ja, bei dem Apokalypse habe ich keine Überraschung, da spiele ich einfach mal. Du redest ja jetzt so, als hättest du bei der Apokalypse eine Überraschung. Eine kleine Überraschung ist dabei. Naja, gucken wir mal. Da freue ich mich ja jetzt schon wieder. Im Vorfeld die große Fresse gehabt und jetzt kommt er mit einer Überraschung beim Apokalypse-Spiel. Der hat sich wahrscheinlich was ganz Mieses jetzt ausgedacht. Der Hintergrund, warum wir das jetzt nicht gemacht haben mit diesem Spiel, von wegen ich table den Kai, ist einfach auch der, dass wir natürlich jetzt ein paar sehr, sehr einseitige Spiele hatten in der letzten Zeit. Und dass wir erstmal, wenn ich den jetzt wieder vom Feld haue, dann haben wir wieder so ein einseitiges Spiel. Nein, hätte ich ohnehin nicht geschafft mit den Listen momentan. Geht nicht, du hast auch echt starke Listen jetzt. Aber wir wollten einfach mal ein schönes, spannendes Spiel machen. Und da wird auch noch eins folgen jetzt.
was hoffentlich auch spannend wird, wieder eine neue Armee zu sehen. Also bleibt gespannt. Wir wollten einfach erstmal so ein bisschen Fluss reinbringen und einfach mal ein paar tolle Spiele mal bringen, weil bis jetzt war es ja, du hast mich in dem einen Spiel da übelst weggehauen. Ja. Dann Grüße an Nino. Ist Nino ziemlich übel wieder nach Hause fahren müssen und ja. Einen haben wir nicht hochgeladen, weil er zu einseitig war. Ja, und vor allem auch total, wir waren total dullig, es war mitten in der Nacht, wir haben übelst Fehler gemacht, ja. Gerade ich. Ja, wie auch immer. Ja, gucken wir mal, wie das im nächsten Spiel wird. Diesmal war es spannend, hoffen, dass es beim nächsten Mal auch so ist. Definitiv. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Und dann sehen wir uns garantiert beim nächsten Battle Report hier im Studio. Macht's gut, wir freuen uns.